I'm a loser. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, Ryan Scheckler. Ist sonst noch jemand hier? Heute mal spontan, sehr schnell gestartet. Ich glaube, so spontan, dass einfach niemand damit rechnet, dass ich jetzt live bin. Und die Notifications noch gar nicht raus sind, aber schön, dass du schon da bist, du Affe. Ja, übrigens, hä? Wieso habe ich denn jetzt 50.000 Blutpunkte erhalten? Du hast ein Geschenk erhalten, 50.000 Blutpunkte. Ich dachte immer, ab 18 Uhr bekommt man die. Ich dachte, 18 Uhr ist immer Reset. Entweder ist das hier nicht so, oder ich habe die mir gestern nicht abgeholt. Aber gestern haben wir doch auch gespielt. Merkwürdig. Ja, wir spielen heute den Pass. Ich habe nicht heimlich gelevelt, aber du wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, welches Level du schon bist. War das nicht sogar mal 17 Uhr? Ja, stimmt. Wegen Winterzeit ist es jetzt 17 Uhr und im Sommer ist es 18 Uhr. Du hast recht. Winter 17 Uhr. Aber jetzt sind es 16 Uhr. Also ganz komisch. Aber okay. So, Frage ist jetzt, womit starte ich? Soll ich jetzt einfach mal eine Runde Killer spielen? Die Chance nutzen jetzt, wenn noch kein Zuschauer da ist. Und danach switchen wir, wenn jetzt Mustafa oder so noch kommen sollte und wir irgendwie mindestens drei Leute sind, mit denen wir zusammen spielen können, vorausgesetzt, du willst auch mitspielen, Ryan. Ich habe kein DBD gespielt. Ich wäre am Start für DBD. Genau. Dann warten wir noch kurz. Dann mache ich eben eine Killer-Mission. Wir warten noch kurz und hoffen, dass gleich sich noch zwei weitere Leute dazu bewegen, auch zu spielen. Beschädige 12 Generatoren. Triff einen Überlebenden 10-mal mit deiner Waffe. Das kriege ich hin. Dann mache ich jetzt nämlich zwei oder drei Killer-Missionen. Ich muss doch meine 56. Platin noch nachholen. Welches Spiel machst du gerade, Platin? Ich glaube, du hast es gestern gesagt. Ich glaube, du hattest gestern irgendwas gesagt. Fallensteller, Geist. Nicht nachholen. Holen. Gitaria Fables. Okay, sagt mir absolut nichts. Welchen Killer soll ich spielen? Ich glaube, ich mach's mir einfach und spiele den Doktor. Ja. Ja, wieso hat denn der Doktor rote Umschläge? Ich habe den noch gar nicht gelevelt. Hä? Ich habe den noch gar nicht gelevelt. Nimm die Krankenschwester. Oh, ich kann mit der Krankenschwester nicht. Ich starte. Ich starte mit dem Doktor. Ich starte mit dem Doktor und dann gehe ich über. Guck mal. Bei Survivor habe ich jeden auf Level 50. Bei Killer bin ich noch lange nicht da. Ich glaube, Doktor ist mein Main. Und ich habe ihn nicht mal prestiged. Von den Jahren davor. Gab es davor auch die Umschläge? Stimmt, die Umschläge könnten von älteren sein, aber ich dachte, das mit den Umschlägen ist neu. Herzlich willkommen, Danedo. Wir gehen rein. Also ich habe gehört, mit dem Matchmaking ist das Killerspielen extrem schwierig geworden. Gucken wir mal, ich habe ewig keinen Killer mehr gespielt. Gucken wir mal, ob wir überhaupt noch einen 4K hinkriegen. Was ist denn mit meiner Frisur eigentlich passiert? Muss ich mal wieder schneiden. Und mal gucken, ob noch Mustafa heute kommt. Der hat ja heute Geburtstag. Oh, Witcher will ich auch gerne noch spielen. The Witcher will ich auch noch spielen. Seit wann streamst du denn so schon so früh? Ansonsten streamst du immer abends. Ja, ich habe heute einfach mal die Zeit gehabt. Bin heute früh aufgestanden, so gegen 12 Uhr mittags.
war dann fix drüben, mir asiatisch zu holen und musste feststellen, das ist ja viel zu teuer geworden. Ich habe mir dann indisch gegessen und jetzt bin ich schon hier. Mehr ist auch gar nicht passiert an am heutigen Tag. So. Genau, Plan für heute, Dead by Daylight ein bisschen. Und gegen abends hole ich mir die Platin in Horizon. Hoffe ich zumindest. Also, ich brauche jetzt noch 4 Sammelobjekte, dann brauche ich noch 25 Lamas. Und Level 60. Ich werde es heute nicht schaffen, oder? Und Level 60 reicht, glaube ich, nicht mal aus, um alles zu skillen. Also, ich muss wahrscheinlich Level 80 werden. Imaginär. Ich bin guter Dinge für die Platin. Level 50, aber ich muss doch alle Skillungen freischalten und das hat man mit 50 noch nicht erreicht. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, das wird schon mal richtig scheiße hier. Was habe ich eigentlich für Perks mit? Cool. Jen ist kaputt. Nicht Jen. Mein Totem ist kaputt. Ich treffe niemanden. Die Runde ist jetzt schon verloren. Killerspiel macht echt keinen Spaß mehr. Können wir währenddessen eine Pizza? Mega gut. Was für eine Pizza ist das? Ananas? Pizza? Grimli TV, herzlich willkommen. So, sie ist jetzt hier in Gefangenschaft. Ich weiß gar nicht, wo der Haken ist. Salami, mega gut. Wie geht's? Mir geht's gut, wie geht's dir? Danke der Nachfrage. So, ein Gen ist schon gemacht. Wir haben noch niemanden am Haken. Oh, hier ist einer. Da und da. Hä? Wo ist der hin? Da ist einer. Aua! Ich sehe, du hast coole neue Emotes auf Twitch. Yeah! Oh, jetzt habe ich ihn verloren. DS wird er nicht haben. Und hart im Nehmen auch nicht. Nein, er hat DS! Wow, toxic, toxic, toxic! Toxic Spieler hier. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ah, Danilo, du kannst die gar nicht benutzen, ne? Wenn du keinen Sub hast. Die Modes sind richtig cool. Hä? Der ist gerade stehen geblieben, hat er gesehen?
So, versuchen wir hier aufzunehmen, indem wir auf die Wand gucken. Damit wir nicht geblendet werden können von irgendwelchen anderen Survivors. Warum spielst du Mörder, wenn du nicht magst? Weil wir jetzt gerade noch nicht 4 Leute sind. Und ich nicht unbedingt Lust habe, mit Randoms zu spielen. Dachte ich, wir fangen jetzt mit Survivor an. Mit Killer. Und wir brauchen die Battle Pass Mission. Scheiße. Leider abgelaufen. So, kurz weggucken. Und hin zum alten Haken, wo die anderen auch noch sind. Perfekt, sie liegt. Da ist der eine. Mal hier auf den Boden, Alter. Wo ist der hin? Richtig toxisch, dieser Typ! Fragt sich nur, was für ein Rang der Typ ist, Alter. Da, hier ist schon alles weg. Kannst du deinem komischen Typen... Kannst dich bei dem komischen Typen bedanken. Der da hart im Nehmen war. Alles Gute zum Geburtstag, Mustafa. Möchtest du gleich mitspielen? Was machst du noch heute? Ich werde heute Abend noch Horizon spielen. So der Plan. Horizon. Ich nehme den da. Der ist hart im Nehmen. Scheiße hier. Ich hab verloren. Ja, Killer ist scheiße. Guck mal, jetzt hat er noch geteabaggt. Richtig asozial, dafür sollten Leute gebannt werden, ganz ehrlich.
Gut. Wir löschen DVD. Mustafa, danke für den Schluck und herzlich willkommen, Camper Mega. Aber Mission immerhin geschafft. Ja. Rang 1. Hattest du Spaß? Nein. Ich hab den schlechtesten Rang und krieg einen Silberrang 1 und einen Goldrang 4 und den besten Rang, den es überhaupt gibt. Ja, nee, dafür kann man ihn nicht reporten. Ich wollte eigentlich einen Daumen runter geben für, ja, hat keinen Spaß gemacht. Matchmaking, macht keinen Spaß. Das Matchmaking erwartet von mir, wenn ich 6 Monate kein Killer spiele, dass ich gegen Rang 1 Spieler gut bin. Wie kann man eigentlich jetzt schon Rang 1 sein, nach 10 Tagen? Ja, der muss halt hart dieses Spiel suchten. Und wieso geht das Matchmaking davon aus, dass er so schlecht ist? So, ich lade jetzt einfach mal ein. Alle, die ich einladen kann. Das sind 2. Ich glaube, wir kriegen eine volle Gruppe zustande. Herzlich willkommen, Toda. Level 8 freigeschalten. Ich muss tatsächlich sagen, in diesem Pass ist eigentlich nichts drin, was mir gut gefällt. Außer letztes. Dieser Anhänger hier, der ist saugeil. Und den wird es nie wieder geben. Und, obwohl, ja, den Skin finde ich auch ganz cool. Weil das der erste Skin ist von Saw ohne Schweinsmaske. Das ist irgendwie was Besonderes. Das ist irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, das wird auch nicht in den Shop kommen. Brownie, so wie es aussieht, begrüßt der Bot trotzdem jeden. Obwohl noch nichts geschrieben ist. Ja, habe ich wieder umgestellt, Danedo. Weil es Probleme gibt, an die ich nicht gedacht habe. Es gab irgendwie mega Probleme, an die ich nicht gedacht habe. Und zwar, als ich das umgestellt habe, das Problem ist, wenn Leute komplett neu in diesem Stream sind, dann habe ich momentan so einen Mechanismus, dass die begrüßt werden mit, hey, lass ein Sub da. Und das ist ein Konflikt damit, mit der anderen Lösung. Wenn ich sage, hey, die sollen gar nicht begrüßt werden. Moment mal. Das könnte ich aber noch fixen. Das könnte ich fixen. Ich habe gerade eine Idee, wie ich das gut umbauen könnte. Oh, das ist eine gute Idee. Aber, was ich, nee, kann ich nicht. Nee, das geht gar nicht. Aber, ich fand's irgendwie auch komisch, nicht zu wissen, wer zuschaut. Und ich find's eigentlich ganz gut, wenn der Bot das schreibt, dann sehe ich so, hey, wer ist gerade im Stream? Oh, Christian Niederland ist im Stream, hi, herzlich willkommen. Oder hey, Toda ist da. Finde ich irgendwie cooler. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr aber wollt, dass ich euch nicht begrüße oder der Bot, dann sagt nochmal Bescheid. Aber ich finde es cooler zu sehen, wer da ist. Sonst sehe ich es nicht und manchmal ist das echt komisch. Bin noch in einer Runde. Alles klar. Bei mir war das noch nie so. Bei dir war was noch nie so, Camper Mega? Dass du begrüßt wurdest oder dass du nicht begrüßt wurdest? Ah, ich kann Beharrlichkeit rausnehmen. Oh, Moment mal. Was für eine Mission nehme ich mit? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ryan ist noch in der Runde. Verstecke dich im Umkreis von 10 Metern, um den Killer, ohne erwischt zu werden, für 20 Sekunden mit Detective Tap. Was findest du cooler, Toda? Finde ich auch cooler. Bin in derselben Meinung. Siehst du, Toda, siehst du? Das ist ja blöd.
Der hat ja nur scheiß Perks. Der ist auch erst Stufe 26. Hä? Wieso ist er Stufe 26? Ich Idiot. Ich habe vorgestern 2 Millionen Blutpunkte ausgegeben und vergessen, dass ich den hier prestiged habe. Ich habe 2 Millionen Blutpunkte in einen 50er reingesteckt, damit er jetzt, also sie hier, hat jetzt wirklich alle Perks, die es gibt. Dabei war mein Plan eigentlich genau das hier. Die Season ist eine Saw-Season und die Saw-Charaktere haben halt in der Season Aufgaben. Und es ist natürlich schlau, die Blutpunkte in denen reinzustecken, damit man die Aufgaben vernünftig machen kann, wenn sie vernünftige Perks haben. Dass der Bot jemanden begrüßt, das ist cool. Herzlich willkommen, Fabi, an der Stelle. Oh, da habe ich mega wieder... Das war mega blöd. Das findest du cool? Findest du es nicht cool, Toda? Herzlich willkommen, Fabi. Wie geht's dir, Fabi? Ich finde das absolute Gegenteil von cool. Echt, Fabi? Toda? Ist das... Findest du das so blöd? Ich kann das gerne ausstellen. Oder ich stelle das so ein, dass Leute das an- oder ausstellen können. Mit Zuschauerpunkten. Dass sie anstellen können, aber nur für sich. Ob sie in Zukunft begrüßt werden wollen oder nicht. Mir geht's scheiße, dir, was ist passiert, Fabi? Man könnte ja sagen, dass man mit Zuschauerpunkten anstellen kann, hey, ich möchte die ganze nächste Woche persönlich, namentlich begrüßt werden. Für 1000 Zuschauerpunkte. Oder hey, ich möchte... Umgekehrt, ich möchte nicht begrüßt werden. Wenn ich hier nicht Mod wäre, würde ich hier nicht mehr zuschauen. Was? Stell dir vor, ich möchte einfach zuschauen und plötzlich begrüßt mich der Bot und callt mich out, obwohl ich nur chillig zuschauen möchte. Und dann werde ich persönlich von dir begrüßt, was ich gar nicht wollte. Ja, okay, das stimmt. Ich kann dagegen nichts tun. Ja, okay, dann stelle ich das lieber wieder aus, Toda. Aber... Das wusste ich gar nicht. Das hast du mir nie gesagt. Dass du hier nie zuschauen würdest sonst. Das trifft mich gerade hart. Ich bin auch kein Mod, trotzdem kann ich Brownie nicht leiden. Ey, hört jetzt auf. Was habe ich euch getan? Herzlich willkommen, Kacksips. Auch wenn du nicht begrüßt worden werden möchtest. Vielleicht. Leute, er ist unser Meister. Mehr Respekt. Genau. Und wo ist denn der Rest jetzt hier der Bande? Wo ist denn der Rest der Bande, die mitspielen wollten? Egal, wir spielen zu zweit. Let's go. Camper Mega Schluck trinken. Danke dir. Ich trinke so ein Cappuccino. Das sieht aber aus wie Kakao, ne? Schmeckt auch wie Kakao. Ich glaube, ich habe Kakao genommen. Vielleicht war das doch Kakaopulver. Warte doch, jetzt sind wir schon drin. Sollen wir noch mal rausgehen? Wie lange brauchst du denn noch, Ryan? Brauchst du noch länger als 5 Minuten oder bist du gerade sogar am Ende? Dann gehen wir noch mal raus schnell. Erza Scarlett, herzlich willkommen. Und Hansen, herzlich willkommen. Wir gehen raus, komm. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Mustafa raus. Lobby, Lobby raus. Lobby, Lobby raus, raus. Okay, sie hat uns angelogen. Zesty Bestie. Toda tot. Hansen, Erza Scarlett. Möchte einer von euch mitspielen? Oder Toda tot? Ich habe eine mega gute Idee.
baue das dann heute um mit dem Bot. Ich habe es nämlich wieder zurückgemacht, weil ich das Problem hatte mit Zuschauern, die noch nie da waren, die neu sind. Da war ich mir nicht sicher, wie ich das lösen soll, dass die begrüßt werden mit einem anderen Text, was ja jetzt aktuell ist. Weil sie ja dann schon Zuschauerpunkte haben und damit sind sie nicht mehr neu. Aber ich habe jetzt, ich habe eine Idee. Begrüßung. So. Mega gut. Werden wir umändern. Und dann... Okay, ändern wir. Kritik ist angekommen. Kritik ist angekommen. Brauch noch etwas, liege noch im Bett. Du kannst vom Bett auch spielen. Du kannst vom Bett auch spielen. La Kaili, herzlich willkommen. Zack, ich spam nochmal Adavonki voll. Ryan ist da. Das drückt man noch nicht, das wird's. Okay, egal. Bereit, bereit, bereit. Dann spielen wir erstmal zu dritt und wenn jemand hier spontan mitmachen möchte noch, Adavonki, Sesti Besti, Hansen, der noch im Bett liegt, sagt gerne dann Bescheid. So. Ignoriere mich nicht. Talk. Ja, ich hab's gelesen mit Talk. So, wollen wir in die Talk? Aber nicht so laut rumschreien. Nicht so laut rumschreien. Ich weiß, ich habe gesagt, du bist immer zu leise. Aber nicht rumschreien. Mustafa, magst du auch in den Talk? So. Hallo. Ja, du bist so leise heute. Warte mal, ich mach mich mal. Ach komm. Ich mach mal lauter. So. Live-Chat. Ist Ryan laut oder leise? Leise, wie immer. Und wann, wie lange hast du heute geschlafen? Gar nicht so lang, glaube ich. Ich glaube, ich habe 4 Stunden oder so geschlafen. 4 Stunden? Ja. Leise. Zu leise, Danedo, oder noch angenehm leise? Bin ich der Einzige, der so ein Ding mitgenommen hat? Ah, nee, ich hab so ein Ding gar nicht mit. Ich weiß. Ich glaube, ich habe keins drin. Nee, ich habe auch keins drin. Boah, meine Runde eben. Och, Alter, nee. Echt mal, Ryan, du schreist immer so, siehst du? Angenehm leise, okay. Das so, ist sehr gemein. Was hattest du gerade? Hast du auch gerade Killer gespielt? Ja, ich habe gerade Killer gespielt. Und der letzte Überlebende hat mich so abgefuckt, weil ich hätte nebenbei noch geschrieben, aber im Chat und er rennt halt die ganze Zeit um mich rum. Und ach, Alter. Ey, das war bei mir eben auch so. Und ich habe. Aber ich hab alle gekillt. Ich habe niemanden gekillt. Die haben mich sogar aber trotzdem. Aufgabe geschafft. Die haben mich trotzdem mega abgefuckt. Ja, okay, du hattest auch die Aufgabe, 10-mal einfach nur zu hitten. Ja. Ne? Ja, okay, das habe ich auch geschafft. Ias, herzlich willkommen. Und ich habe 2 Trophies bekommen. Mustafa, wenn du reinkommen möchtest. Oh, du bist schon drin. Hi. Herzlich willkommen. Ich dachte, die Trophäen hast du schon alle. Auf der PlayStation 4, ja. Ach, du kriegst jetzt alle nochmal auf der 5? Ja, ich muss alle neu erspielen. Oh, aber das ist gut, weil du kriegst einfach alles wieder doppelt für nichts tun. Ja, ich brauche jetzt, glaube ich, noch 101, dann habe ich DBD auf komplett 100%. So, ich spiele Detective Tab sehr gut. Ich muss zum Killer. Wo ist der Killer? Meine Mission ist es, zum Killer zu laufen. Und er darf mich nicht sehen. Brauni, spiel mal mehr Killer. Ich habe gehört, das Spiel ist nicht mehr Killer-sided, sondern Survivor-sided. Das finde ich nicht gut. Survivor sind immer stärker als Killer, habe ich gehört.
mir gestern jemand erzählt. Ein Insider an sie. Mir gestern ein Insider erzählt. Ja. Der Mörder. Du bist der Mörder? Nee. Was? Er hat mich. Wer ist der? Wer ist der Mörder? Das war ein Samurai-Typ. Ah, oh, das ist Ori, glaube ich, heißt der, ne? Oni. Ori. Ja, Ori war ein anderes Spiel, stimmt. Und ich hatte schon eine Maske. Ja, Oni. Wie heißt der ausgesprochen? Onimoron oder so? Ich habe keine Ahnung. Er heißt einfach nur der Oni. Oni-Pony. Ja. Wo ist er hin? Hat er mich gesehen? Aua, er hat mich gesehen. Wow. Ich soll 20 Sekunden versteckt hinter ihnen laufen. Wie soll ich das anstellen? Naja, oder halt in seiner Nähe sein, wenn der hier irgendjemand anders verfolgt. Oh, er ist bei mir. Er ist bei mir. Nee, er ist bei mir am Generator. Oh, ja, dann habe ich ihn zu ihm dir, ne? Ja, aber er geht wieder. Ich blute. Ich brauche Hilfe. Generell finde ich Survivor besser. Zum Zuschauen, glaube ich. Oder? Weil er selber hat ja noch nie gespielt. Ich glaube, zum Zuschauen. Wir haben noch einen Platz frei, Toda. Du kannst gerne reinkommen. Du kannst gerne reinkommen. Aber ich weiß nicht, wie gut ich spiele, weil ich mache gerade die Tap-Mission und da habe ich echt nur scheiß Perks. Es tut mir auch jetzt schon leid, ich hoffe. Ich bin so froh, dass ich alle überlegenen Trophäen schon habe. Ich finde Killer zum Zuschauen persönlich entspannter. Gestern hat Hansen zu mir gemeint, seitdem es das Matchmaking gibt, werden die Survivor immer stärker gematcht. Also, dass die Survivor stärker sind als die Killer. Wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen sind ja viele, finden viele das neue Matchmaking ja blöd, ne? Alter, was ist das denn? Ich muss los. Ich verstehe nicht, was du meinst. Na, die Survivor-Gruppen sind stärker als die Killer. Vom Skill her. Besser. Das neue Matchmaking ist wie das alte. Hä, aber das alte war doch quasi, es gab keins. Achso, weil es nicht funktioniert. Okay. Gut. Wenn das SBMM funktionieren würde. Ja, es würde ja schon helfen, wenn sie einfach mal das MMR von jedem Spieler offenlegen. Einfach damit man sieht oder versteht, was überhaupt los ist. Ne? So könnten die Spieler auch mehr Feedback geben. Wenn jetzt jemand ein hohes MMR hat, aber eigentlich schlecht spielt, dass die Bewertung einfach falsch ist. Also, es ist einfacher, einen Fehler zu finden, wenn es transparent ist für alle, als einen Fehler zu finden, wenn niemand den Fehler finden kann, außer die Entwickler. Und die finden den Fehler nicht, weil sie es nicht spielen. Hört auf mich. Ich mache das tatsächlich beruflich. So, okay, weiter. Anna zum Beispiel, wer ist Anna? Hat in ihrem ersten öffentlichen Match gegen einen Killer gespielt, der 2.000 Spielstunden hatte. Ja, das ist absoluter Müll. Hatte ich eben auch, Toda. Ich habe seit 3 Monaten keinen Killer mehr gespielt. Ich hatte gerade einfach... Ich habe den schlechtesten Rang gehabt. Ich weiß, wegen Reset. Hat jetzt nichts zu bedeuten. Bei der letzten Season habe ich gar nicht gespielt. Da hatte ich auch den schlechtesten Rang. Direkt irgendwie Red Rank 1. Aber okay, ich habe dafür trotzdem 5.000 Spielstunden oder so. Also da wird es halt schwierig mit dem Matchmaking, ne? Was wäre jetzt ein richtiger Match in dem Sinne? Da ist halt der Faktor, dass ich seit 2 Monaten kein Killer spiele, nicht mit eingeflossen. Herzlich willkommen, Lukas. Übrigens, ich glaube, nice, der Code geht nicht mehr. Aber FK, VK 130 ab, gibt euch 130.000 Blutpunkte. Warum gehst du eigentlich nicht retten? Warum gehst du nicht retten? Ich muss 20 Sekunden beim Killer bleiben, ich habe keine Zeit. Mhm. Gehst du retten? Ja, ich okay, bin schon dann mache ich einen Gen. Mhm. Oh, ich wurde erwischt. Ich glaube, das waren keine 20 Sekunden. Ich kenne keinen Streamer, der ein MMR-Matchmaking in DVD haben möchte. Aber es ist ja quasi MMR-Matchmaking, oder? Warum verlegt ihr all das?
Also, oder nenn es wie du willst, aber letztendlich sind das halt irgendwelche Variablen, die dir eine Benotung geben. Oh no, du bist tot. Macht nichts. Mach den Gen, den ich gerade gemacht hatte. Der ist fast fertig. Hä, welchen Gen hast du denn gerade gemacht? Ich weiß gar nicht, wo du warst. Niemand weiß, wo du warst. Ja. Da, wo wir zusammen dran saßen? Ja. Okay, ja, der Oni ist gerade da. Ja. Habe ich dir gerade erklärt, ja. Aber gut, dass wir uns alle einig sind, außer die Entwickler. Und denen das egal ist. Das macht bei DBD halt wenig in DBD. Das Spiel ist halt super schwer zu balancen. Übrigens, Hey, ist der AFK stehen geblieben oder was? Übrigens kann ich euch noch eine andere Story erzählen. Das neue Call of Duty hat jetzt auch ein Matchmaking und das wurde mega geschitstormt von der Community. Die wollen gar kein Matchmaking haben. Also, Matchmaking ist gar nicht immer die Lösung für alles. Manchmal ist es auch die Lösung, einfach kein Matchmaking reinzumachen. Ah, der Satz macht keinen Sinn, okay. Aber wie gesagt, ne? In Call of Duty zum Beispiel. Hab ich dich gerade genau da gerettet? Ja, genau, das letzte Call of Duty, da hat Activision einfach Matchmaking eingebaut und die wollen das alle nicht und die hassen das. Weil Profis wollen halt auch einfach mal Runden haben, wo sie Noobs zerfetzen und nicht die ganze Zeit Profis gegen Profis spielen und Noobs gegen Noobs. Weil dann hast du immer dieses Competitive, ne? Du musst immer hart reinschwitzen und so. Und es zerrt irgendwie an den Spielspaß. Ohne Matchmaking gäbe es keine Matches. Was? Ich meine skillbasiertes Matchmaking. Ach so. Ja. Ups. Ja. Natürlich. Ich rede die ganze Zeit vom skillbasierten Matchmaking, nicht von Matchmaking an sich. Alright. Danke für die Korrektur. Ich kann mich nicht heilen. Oh, scheiße, ich habe ja dieses Dings, diesen Perk, Totems zu glänzen. Man merkt, ich habe noch nie mit Tap gespielt, das stimmt tatsächlich. Ich habe noch nie mit Tap gespielt und auch nicht mit dieser Perk-Kombi. Die habe ich jetzt auch nur, weil ich mit Tap keine anderen Perks habe. Ist hier irgendwo noch ein Totem oder habt ihr alle zerstört? Ich habe gar kein Totem gemacht. Ich habe vorhin irgendwo eins gemacht. Ja, da habe ich dich geheilt gehabt, ja. Dich mal lieber das Totem geglänzt. Soll ich dich holen? Ja, nee, lieber nicht, der Killer kommt. Ja, hat er mich jetzt gesehen, Alter? Naja, die Blutdinger wahrscheinlich. Ich muss immer denken, ich habe einen DS mit. Wenn dieses Geräusch aufkommt. Ihr schafft das. Oh, guck mal, ich hab perfekt. Ah, fast. Einmal habe ich mich verdrückt. Ihr schafft das, ihr gewinnt jetzt. Nee, wir werden nicht gewinnen. Aber wir haben uns nur warm gespielt. Ich glaube an euch. Ein Gen, eigentlich ist es echt nicht mehr viel. Nee, eigentlich nicht. Hm. Ja, jetzt wird's schon wieder schwieriger. Du müsstest mich jetzt holen, aber wenn du Pech hast, kommt er dann und ja, er kommt safe sofort her. Das Problem ist, ich kann mich halt auch nicht heilen, weil die Zeit habe ich halt nicht. Dann hol TDW runter. Die ist tot. Ja. Er wird dich jetzt safe abcampen. Ja gut, dann muss er mich wirklich nur noch abcampen. Übrigens campt er mich nicht ab, er ist nicht da. Ja, ich bin noch da. Hast du BT? Nein. Du bist ja ein guter Spieler, du hast bestimmt BT mit. Ich habe das nie mit. Oh, er kommt. Toda, bist du sicher, dass du mitspielen möchtest? Ach, sei ruhig. Die letzten Runden gestern hast du mich geopfert, also ja, jetzt reicht's. Moment, nee, vorgestern. Das war gestern. Vorgestern habe ich dich geopfert. Gestern auch. Wir haben nirgendwo mehr einen Totem, ne? Das weiß ich nicht. Kann ihr mich bitte in Ruhe... Ach, schade.
Wo ist er? Hier ist der Keller, das ist super toll. Aber er lässt mich gerade liegen. Halt dich voll. Ich bin dabei. Mir ist egal, ob wir gut spielen, solange dass wir Spaß haben. Mindset ist Spaß. Genau, es kommt auf den Spaß an. Ja. Nicht auf den Erfolg. Tut dein Kopf weh, wenn du lachst? Nee, aber tatsächlich habe ich die letzten Tage, immer nachdem wir DBD ausgemacht haben, übelst Kopfschmerzen gehabt. Weswegen? Das liegt bestimmt an dir. Scheint dir ja zu gefallen, du bist jetzt wieder da. Ja, juckt mich halt nicht. Also ich habe Spaß. Hast du auch Spaß im Keller? Das ist super hier unten. Das ist die beste Party, die ich je hatte. Dein Ernst? Ich kann dich nicht holen, ich bin verwundet. Der Killer campt. Ja, natürlich campt er. Ach Mann, ey. Aua. Ja. Mann, der weiß sofort, wo ich bin. Also ja, klar, war ja abzusehen. Ich wollte mich aber heilen. Damit ich einen Schlag wegstecken kann. Ja, kannst du aber auch nur, wenn er nicht in seinem Rage-Modus ist. Eben. Dann bist du, wenn, er ist ja gerade in seinem Rage-Modus, dann bist du One-Hit. Yes, ich hab's geschafft! Also ich hab Spaß. Ich wollte jetzt die Palette umwerfen, aber hab gesehen oder gehört, da ist ja doch die Luke, da bin ich raus. Oh, ich hab sogar die 20 Sekunden geschafft. Das ist so schwer, Distanzen einzuschätzen. Ja, das ist auch. Ich habe keine Ahnung, wie viel 10 Meter sind. 10 Meter sind, glaube ich, in diesem Game eigentlich nicht so viel. Aber scheinbar dann vielleicht doch. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich 20 Sekunden sehr dicht... Ja, du musst ja auch nicht 20 Sekunden, also mit einmal bei ihm ja, sein, insgesamt. Genau, aber ich war, glaube ich, nicht insgesamt 20 Sekunden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das ist... Ich bin jetzt Level 9, weil ich am Ende hier ein Level geschenkt bekommen habe. Ich bin ja am Ende angekommen. Verstehst? Nee. So, ich muss jetzt einen Menschen heilen. Das schaffe ich. Ohne. Rennt alle weg. Rennt einfach alle weg. Ich hole dich nicht vom Haken. Ja, tust du ja eh nicht. Doch, mit BT sogar, weil ich ein Teammate bin. Schluck trinken, danke Hans. Oh, ich habe kein Trinken mehr. Danke, Hansen. Ich notiere mir das für später. Oh, ich glaube, ich mache heute mal ganz andere Taktik. Ich nehme Kreis der Heilung mit, statt Adrenalin. Und ich nehme statt leise sein, nehme ich Sprengfalle mit. So, Toda, wenn du magst, kannst du gerne in den Voice kommen. Oh, du bist ja schon in den Voice. Gut. Mustafa. Ja. Hast du was zu Weihnachten, wollte ich sagen, zum Geburtstag bekommen? Nur etwas Geld. Was heißt nur etwas? 15. Ja, ist doch auch okay. Ja. Diese Begeisterung. Hast du schon eine Idee, was du damit machst? Nö. Ich war schon geplant, ins Kino zu gehen. Es wurde doch nichts. Warum wurde nichts? Wegen Corona und so? Nee, weil mein Freund ein anderes Problem hatte. Schade. Aber ihr könnt es ja noch nachholen, oder? Jo. Vielleicht findet ihr irgendwie nächste Woche oder so einen Termin oder so. Jo. Wir wollen in diesen Film mit dem Typ mit der weißen Maske. Scream 5 oder 4?
Ja. Scream, ich weiß jetzt nicht, Scream 5 ist das. Ja, den habe ich tatsächlich letzte Woche gesehen. Der war ziemlich geil, kann ich empfehlen. Der ist richtig cool. Und ich kenne Scream 4 und 3 und 2 nicht. Ich kenne die Vorgänger nicht, aber muss man nicht kennen. Hat trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar den Killer. Den gibt es nämlich hier in Dead by Daylight auch. Der war letztens im Angebot, alle Skins für 50%. Habe ich mir die Original. Den Originalskin habe ich mir dann gekauft. Weil der Originalskin ist ja nicht der, der im DLC dabei war. Okay. Den muss man im Shop kaufen. Ja. Wir müssen ein paar Sachen jetzt machen, durch die 18 ich ändern kann. Was meinst du? Ich ändere den nicht mal Nachnamen. Weil er gehört zu meinem Vater. Ah, das kannst du jetzt erst ändern? Ich dachte, es ging schon vorher. Höchstens wenn irgendwas die erlaubt nicht. Aha. Und Ich habe ja keinen. du kannst den Namen jetzt zu deiner Mutter ändern oder zu einem ganz anderen, frei erfundenen Namen? Oder? Mutter. Ich dachte immer, als Kind hat man beide Namen. Nö. Ich hatte noch den Nachnamen von meinem Vater. Ah, okay. Wie hat irgendwas im Gericht entschieden? Aber das ist ja auch krass, ne? Wenn du ein Kind vom Vater hast und dann aber bei der Mutter lebst, dann hat man da immer zwei Namen am Türschild und so, ne? Meine Mutter hat beide Namen. Ach, deine Einmal Mutter. ihren und. Einmal ihren und den von meinem Vater. Hä, aber das macht ja noch weniger Sinn, wenn sie beide Namen hat und du hast nur den einen Namen. Ja, okay, Ja, das hat Totem ist irgendwas scheiße mit. platziert. Tut mir leid. Das ist so im offenen Feld. Egal. Hat irgendwas. Hat mindestens so das Gericht irgendwie entschieden. Ja, okay, aber wenn du das machen kannst, ist ja auch cool. Freue ich mich für Yep. dich. Yep, Wenn du weg von meinem da Vater. deine eigenen Entscheidungen treffen willst oder kannst. Yep. Wer ist denn der Killer? Ah, okay. Ja, Freddy. habe ich jetzt, habe ich schon von. Die Frage war dumm, vergiss es. Okay. Sag dazu jetzt mal nichts. Oh, er kommt zu mir. Nee, er hat abgebrochen. Er hat abgebrochen. Er kommt trotzdem zu mir. Okay. Er hat mich gescammt. Danke. Er kommt zurück zu euch. Mich wohl lassen. Herzlich willkommen, Adavonki. Ich bin schon noch wach gegenüber dann. Nee. Was ist denn das für ein Timer bei Toda? Das ist ein Gelber, der zurückläuft. Ach, das ist die Wachphase, ne? Nee. Ach, das war die geweckt. Doch, das war irgendwas. Verstehe. Danke. Ich kann auch gehen. Ich bin aber schon näher dran als du. Ach so. Ich glaube, ich bin näher dran als du. Wieso kommst du trotzdem? Aua. Weil ich gerade den Gen hier gemacht habe. Aua. Der da hinten ist ja. Danke. Hier ist kein Gen mehr, oder? Ach doch, da ist ja noch ein Gen. Okay. Och nee, nicht in den Keller. Die Partys hier unten sind nicht so geil. Aufpassen, da ist eine Blutpfütze. Du und dein Keller. Ja. Gehst du oder soll ich, oder? Du hast Bauschein. Ich versuch's. Zugriff. Oh, der Killer ist da. Der campt da scheinbar. Ja, der campt. Ja, dann geh wieder zurück zum Gen. Danke. Ja, was soll ich machen? Der ist hier noch im Haus. Ja, der campt den Eingang. Der hat hier alles voller Pfützen gelegt. Warte. Stehst du da jetzt nur oder gehst du? Ja. Ich glaube, er geht jetzt. Wo ist denn der Eingang vom Keller?
Da, wo die Pfützen sind, würde ich sagen. Oh Mann, dann hört er das aber, ne, wenn ich da rüberlaufe. Oder kann ich rüber sneaken, kriechen? Das ist ja heftig, der hat alles voller Pfützen gelegt. Du kannst Eingang. Zwei Hits abpassen jetzt. Mensch. Lauf, lauf, lauf. Raus, du hast BT. Na, ich bin tot. Er läuft dir hinterher. Ja. Na, war klar. Konntest du es ab? Nee. Tut mir leid. Aber ich hab... Ich konnte erst runter, wenn er da die Tür verlässt. Gehst du zu deinem Gen oder was machst du? Ich bin gerade bei einem anderen Gen. Ich habe meinen Gen nicht mehr gefunden. Genau. Ich kann ihn gern markieren. Da ist der Gen, den ich gerade mal. Oh, Commander Root ist wieder da. Herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, wer Commander Root ist. Müsste irgendein Bot sein. Scheiße. Was ist fasziniert? Ich muss kurz weg. Der Killer ist da, wo der Gen ist, der leuchtet. Aber, hä? Er hat ihn nicht ausgelöst. Er hat ihn ausgelöst. Ja, dann heil ich doch. Er hat ihn ausgelöst. Ich kann mich nicht heilen. Du weißt schon, dass du einen Buhn hast da hinten? Ja. Ich geh zurück. Ja, du kannst mich haben. Ich geh zurück zum Buhn. Hab mich. Oder ich heil mich. Ah, und hier ist noch der andere Gen von mir. Glaube ich. Hat der Progress? Nein? Okay. Der hat irgendwie ganz leicht gerattert, aber es sind bei 1% oder so. Und der andere wurde getreten, den wir schon auf 50 hatten. Da ist der Killer gerade, der campt ihn. Oder der läuft ihn gerade ab, den Gen. Der wird wahrscheinlich jetzt wieder bei 30 gleich sein. Ja, jetzt geht er zum anderen. Jetzt geht er zum anderen Gen, der ist genau daneben. Ihr schafft das. Wo ist er jetzt? Ich mach den Gen. Ich höre ihn, der ist hier. Ja, ich mach den Gen. Welchen Gen? Den von mir da hinten? Ja, der fast fertig ist, ja. Ja, der ist hier, der geht da hin gerade, der geht da hin, Achtung. Ich geh zu Schreck. Wieder mach einen anderen Gen, such den anderen, weil wenn er jetzt hier ist. Ich mach den anderen, aber der ist halt relativ dicht daneben. Ja, mach einfach. 10%. Ja, komm bitte zu mir, ja, komm bitte. War komplett kommentiert, ja. Hier ist alles voller Blutpfützen bei mir. Ich hab dafür gar keine Zeit. War dumm. Geh mal ins Main-Gebäude. Schaffst du's? Nein, aber. Ich kann hier was zusammenstellen. 50%? Er krepiert. Das sehe ich jedenfalls. Ja, er kommt zu mir. Ja, dann heile ich mich schnell und gehe dann zu dem Gen, den ich gemacht hatte. So. Und ich er hat getreten. Ja, er geht, glaube ich, zu deinem Gen. Gleich. Ja, dann geh. Nee, er ist bei mir. Er ist bei mir, er ist bei mir. Du kannst. Ja, bin dabei. Scheiße. Hat er meinen Totem zerstört. Ihr schafft das. Was? Diese großartigen herausfindenden Fähigkeitschecks sind auch großartige Fähigkeitschecks?
Das, dann ist ja die Mission jetzt richtig einfach mit diesen mache drei großartige Fähigkeitschecks. Die war vorher schon leicht. Ja, aber jetzt ist sie halt richtig einfach, wenn man das so eingestellt hat. Scheiße, ich habe nicht geguckt, wo die Ausgänge sind. Ich glaube, hier vorne bei mir ist einer, ne? Soll ich mich versuchen raus oder soll ich drin bleiben? Ich schaff dich nicht vor Face zu, warte, Kollege. Schwer, er hat mich verloren, aber das ist für lange. Er geht, glaube ich, zurück. Caps TV 21, herzlich willkommen. Er kommt zu dir zurück, tut mir leid. Du kannst es versuchen. Too late. Ja, es droppt aber mal trotzdem. Okay. Er kommt wieder zurück. Ja, bei mir ist er irgendwie nicht. Ich höre zumindest nichts. XYZ, herzlich willkommen. Oder du suchst gleich hier. Kannst du dich sterben lassen? Ich krieg jetzt nichts mehr hin. Okay. Also bitte einfach keinen Skillcheck, mein ja. Ich krieg wirklich nichts mehr hin. Glaub mir. Bin schon dabei, nichts zu tun. Danke. Okay, du bist im Rift Tier 10. Also Level 10. Puh. Wieso liegt da so ein Captain? Oh shit. Ach, da, na, da vorne war die jetzt schon. Was, wo läuft der jetzt lang? Aber du hast ja den Ausgang schon Burg Rest gemacht, ne? Voll gut. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das war's. Der Killer ist da. Hä? Er hat ihn verloren? Da ist er wieder. Nee, okay. Aber es ist auch mega schwierig jetzt. Er ist alleine. Es ist ein 1 gegen 1. Und er müsste noch den kompletten Ausgang aufmachen. Die Luke ist zu. Das kann man halt nicht mehr schaffen. Außer er schüttelt ihn irgendwie ab. Aber das geht halt auch nicht, weil... Oben seht ihr auch den Counter. So viel Zeit ist gar nicht mehr. Irgendwie jetzt zu agieren. Er wird ihn nicht kriegen, wie es aussieht, weil er ihn zweimal hitten muss. Dafür ist er zu schlecht. Aber Toda wird nicht genug Zeit haben, den Ausgang aufzumachen, ohne dass der Killer nervt. Er wird, glaube ich, an der Zeit drauf gehen gleich. Ah, Noet. Und Noet hat er auch. Okay, das kam überraschend. Das kam überraschend. Also doch nicht an der Zeit gestorben. Das denn hier? Nein! Jetzt habe ich den Chat gelöscht. Welchen Chat? Den Twitch-Chat. Hallo, was hast du denn da an für ein T-Shirt? Richtig geil, oder? Habe ich in meinem Schrank gefunden. Aber das werde ich wegwerfen. Das hat hinten ein Loch.
hinten an meiner Schulter, also hinten an meinem Nacken, da wo das Schild ist, das Schild hat das hier ein Loch. Weiß ich nicht. Kann man eigentlich wegwerfen, oder? Wobei, es hat, ist ja nur ein kleines Loch. Wenn man es nicht weiß. Jetzt ist es, glaube ich, größer geworden, weil ich gerade mit dem Finger rangegangen bin. Ich glaube, das Loch ist jetzt größer. Jetzt kann ich es wirklich wegwerfen. Für das Farbbild geht das nicht. Was soll ich denn anziehen für ein T-Shirt? Ein grünes, dann bin ich unsichtbar. Ja. Gut, dann grün. Brownie? Ja? Wusstest du, dass heute Samstag ist? Ja, wusste ich. Wieso? Was ist denn samstags? Wochenende. Ah. Oh. Ich dachte, jetzt ist irgendwas Wichtiges am Samstag, was ich vergessen habe. Du siehst noch blasser aus als sonst. Da kann ich einen Filter anmachen. Warte kurz. Den Solarium-Filter. Hallo? Ich kann mich halt dunkel machen, aber das sieht nicht gesund aus. Ich mache mich immer sehr hell, weil blass ist eigentlich, ne, Trend. Ja, ich kann mich so... Ah, welche Farbe soll ich mir denn geben? Nee, das ist nicht gut. Jetzt habe ich alles verstellt. Nee, es ist vorbei. Muss ich mich nachher umziehen, wenn ich Horizon streame. Der hilft nicht mehr, nee. Ich bin gerade in meinem Dashboard von Twitch. Da kann man ja so Sachen machen. Vorhersehen, Vorhersagen, Automod. Automod-Warteschlangen? Da gibt es der Chat. Gibt es auch irgendwo ein Fenster, das heißt Zuschauer? Wo ich sehen kann, wer zuschaut? Also ich weiß, im Chat gibt es das. Aber hier gibt es das nicht, ne? Ist das vielleicht in der Mod-Ansicht? Wie heißt denn der Link zur Mod-Ansicht? Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. Aktuelle Rates, aktuelle Liste überprüfen. Was? Ja, ich bin in der Mod-Ansicht. Ah, und hier ist auch, in der Mod-Ansicht sieht man sogar, wer zuschaut. Das ist ja geil. Die Mod-Ansicht ist richtig geil. Die ist besser als die Streamer-Ansicht. 117 Rewards Q. Wolltest du das nicht mal das machen, dass es der Bot selbst löscht? Ja, das ist irgendwie total scheiße. Der Bot kann nur die Sachen selbst löschen, die er selber angelegt hat. Also war Rewards, die ich anlege, da kann er nicht auflösen. Das heißt, vor zwei Monaten wollte, dass Mustafa du einen Schluck trinkst. Oh, Jesse auch. Und Christian und Nivi. Ich gehe da mal rüber. Gehe da mal demnächst rüber. Es gibt auch Anfragen zur Aufhebung von Bann. Ja. Vor sechs Monaten vier Anfragen. Ich sehe sogar hier, welche Mods da sind, welche Mods nicht da sind. Also ich sehe sogar die Leute, die nicht da sind. Hä, du siehst Leute, die nicht da sind? Wie? Und, ja, die haben von Mods, meine ich. Da gibt es oben links ein Mod-Symbol. Nicht schon wieder Freddy. Hey, die Mod-Ansicht ist besser als die Streamer-Ansicht. Das ist merkwürdig. Ist hier, haben sie das eigentlich rausgepatcht hier? Warte. War hier, ne? Ja, da, nee, ist immer da. Da gibt's sogar blockierte Begriffe und zulässige Begriffe. Also ich bin jetzt immer in der Mod-Ansicht. Okay. Automod ist aus. Boah, ich finde das voll entspannt, einfach gar nichts mehr zu drücken. Einmal kurz drücken und der drückt das die ganze Zeit durch. Oh. Ja, genau, ey. Hä? Ach so, du meinst bei dem Gens, ja. Das habe ich aus. Mache ich vielleicht auch nochmal an. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Jemanden vollständig zu heilen. Scheiße. Habe ich das gemacht? Nee, letzte Runde habe ich das nicht. Nee, tatsächlich habe ich letzte Runde nicht einmal geheilt, glaube ich. Herzlich willkommen, Nivi, und herzlich willkommen, Teleschnecke. Ihr wurdet gar nicht vom Bot begrüßt. Doch, wurdet ihr. Okay. Werde ich aber wieder deaktivieren. Haben wir heute wieder, drüber geredet und ich habe jetzt auch eine Idee, wie ich das Problem fixe, weshalb ich das wieder rückgängig gemacht habe. Vergiss nicht, E zu drücken. Nee, ich mach den Gen durch, da muss ich nicht E drücken. Oder soll ich Ryan holen? Nee, ich bin schon auf dem Weg, deswegen sage ich E. Ah, ich sehe sie auch nicht, weil ich einen Gen mache. Hm. Verblindung. Wegen Fearmonger.
Ist doch nur wegen dem Gen, oder? Boah, ich darf nicht spinnen. Dankeschön. Nee, ich hab für immer die Erblindung. Ich bin verrückt. Mein Gen ist, glaube ich, schon 50. Was willst du jetzt ändern? Dass der Bot nur noch begrüßt, wenn jemand schreibt, Teleschnecke. Das, was ich ursprünglich auch hatte. Das Problem war dabei, dass er trotzdem Leute begrüßt hat, die noch nie da waren. Warte, muss ich kommen. Okay. Er ist sehr dangerous. Weil das ist von der Logik her immer noch gelöst. Hier. Er ist immer noch da, gucken. Jupp. Danke, tot. Nein, du bist nicht tot, Alter. Nee, du hier hast... Ihr müsst bei den Gen machen, er bleibt hier. Ja, ich hab ich bin blind, ich weiß sowieso nicht, wo ihr hängt. Ja, ich bin ja bei ihm. Also. Okay. Ich werde ihn gleich kurz vor Stage 2 holen. Ja, du bist erblindet, weil du im Traum bist. Nein, wegen Fearmonger. Traum macht mich blind. Aber ich bin nicht... Hab's doch jetzt auch bekommen gerade. Ja, weil du am Gen arbeitest. Wegen Fearmonger. Nee, vorher hatte ich's nicht. Ja, aber das Komische ist, wenn ich am Gen nicht mehr arbeite, bleib ich erblindet. Ja, weil du immer noch im Traum bist. Ich war gerade auch am Gen und hab's nicht bekommen. Ich war gerade. Was? Doch, ihr seid nicht. Nein, recht, das ist Oblivious, das ist nicht Blindness. Ahnungslos sind wir, oder was? Ja, das ist Oblivious, das ist nicht Blindness. Immer noch. Und ahnungslos wird man wann? Wenn man Gen macht. Ja, im Traum. Nein, im Traum. Traum. Und das ist nicht Blindness. Ah, okay, das ist sozusagen ein Add-on von ihm. Das ist kein Add-on, das ist Base Kit. Okay. Ja, einer von euch muss davon holen. Ja, ich sehe ihn jetzt, ich bin wach. Aber der Killer ist da. Er campt ihn. Mal keiner macht Gen. Hey, er dingst dich. Nee, hier sehe ich. Hat nichts getan. Er tunnelt. Er will nicht mal mich, obwohl ich genau neben dir war. Ja, aber ich war auch genau neben ihm. Er wollte mich nicht. Ich hab gar nichts getan. Gar nichts. Ich hab die Zeit verschafft, aber ich glaube, es reicht nicht, oder? Danke. Schade. Schade. Ja, ich mag den Tod. Das ist was ganz Schönes. Ja, ich komme bestimmt auch gleich wieder. Oh, jemand hat auch das den Perk mit. Oh, scheiße, ich sehe es wieder nicht. Gehst du saven? Oder nee, du bist Jinx. Ich bin verwundet. Ja, jojo, sehe ich auch. Ich versuche mich irgendwie zu heilen am Totem. Oder, na, ich muss trotzdem hier irgendwie vorbei. Nee, das Totem ist nicht zum Heilen, das ist exponential. Achso. Dann suche ich ein anderes Totem, was ich mache. Er campt komplett, dann mach ich einen Gen. OP ist es ja, übrigens, wenn man beide... Er campt schon ein bisschen hart. Ey, aber OP ist es, wenn man beide Totem-Dinger drauf hat, ne? Die stacken ja einfach automatisch. Wenn man beide Perks mitnimmt. Ja, das Problem ist, ich kann mich nicht heilen. Jetzt ist er bei mir. Und du bist bei mir. Und er geht zurück. Was für eine Scheiße. Ja, jetzt musst du Gens machen. Er wird mich jetzt chasen. Oben ist kein Gen mehr, oder was? Ich finde kein Gen mehr. Ich glaube, die sind alle unten. Okay, ich gehe runter. Ich bin so lost gerade, ich weiß nicht. Hier war doch irgendwo noch ein Gen, der angefangen wurde. Mach bitte einen Gen. Ja, okay, mache ich, aber der ist bei 0.
dabei. Ich glaube, er kommt zu mir. Oder chase er dich? Jetzt könnte er bei dir sein, ja. Ich gehe kurz weg, weil ich... Oh! Bin genau in ihn reingelaufen. Du kannst zu meinem Boom crawlen. Du kannst dich aufstehen, ja. Du hast bei Exponential. Hab ich schon. Also ich liege da. Ja, dann halt dich. Ja, danke. Ich gehe zu meinem Gen. Boah, der ist ja richtig geil, der Totem. Das ist Exponential. Ich gehe wieder zu meinem Gen. Und er sieht auch nicht gerade Spuren, richtig? Nein, das ist Shadow Step. Ah, okay, das sind zwei verschiedene. Ja, ich gehe zum Gen. Du machst einfach auch weiter einen Gen. Problem, er hört mich. Er hört mich. Dann macht er gern, benutzt wieder Exponential. Ich suche gerade, wo ist mein Gen, den ich gemacht habe. Er wird mich jetzt nicht liegen lassen. Nee, er sucht das Totem. Er sucht das Totem. Ah. Ja, mach mal. Ja, ich mach ja. Ja, ja, ja. Er hebt mich hoch. Er hebt mich hoch. Nee, mach trotzdem. Ja, ich mach ja, aber ich kann nicht. Ja, das Totem wird er nie finden. Du bist zu gut versteckt. Weil er unten sucht und es ist oben. Ja, jetzt campt er wahrscheinlich einfach. Geht, sag, wenn er weggeht, bitte. Ja, jetzt, ich sehe ihn nicht mehr. Hörst du ihn noch? Nee. Er ist weg. Ich glaube, er sucht das Totem unten weiter. Nee, ich glaube, er kommt zu mir. Oder? Doch. Doch, doch. Er teleportiert sich. Aber nicht zu mir. Oh. Hä? Wo ist er? Ah, er ist genau unter mir. Hm. Er ist immer noch, glaube ich, bei dir, gell? Ja, er ist immer noch bei dir. Weil er geht jetzt hier wieder zurück, weil er direkt den Gen da unten gekriegt hat. Du verarschst dich. Schau mal, ob ich irgendwie noch zu dir komme. Ich bin nicht so aus. Okay, das war blöd einfach nur. Jetzt hört er, hatte ich gesehen, ne? Oder getan. Ja, ich bin genau in die Pfütze reingesprungen. Ja, hab ich gesehen. Ich hab's von oben nicht gesehen. Oh, hier ist mein Wecker. Oh, da ist er. Ja, er kommt wieder zurück zu dir. Sorry, ich sehe ihn schon wieder auf dem Weg zurück zu mir. Ne, ich höre nichts. Ne, ich höre was. Oh ja, ich sehe ihn. Ja, ich höre nichts. Ja, ich höre nichts, weil ich wach bin, stimmt. Soll ich probieren? Ja, nein. Ich sehe nicht mehr. Das ist deine. Ich komme. Oh, das schaffe ich sogar noch letzte Sekunde. Ja, letzte Sekunde. Das Tod ja, ist auch noch dafür gut. Ich gehe dann Gen machen und du heilst dich. Ich hab ein Medkit. Das Problem ist, ich muss erst ein. Ja, Tod geh erst, finden. geh weg. Er ist hinter mir. Geh weg. Wieso bin ich jetzt hier in die Ecke gelaufen? Das war einfach nur dumm. Ich bin auch in eine Ecke. Ja, geh und such einen Gen am besten. Hm. Hier ist ein Gen, aber soll ich mich nicht heilen? Gen. Gen, Gen, Gen. Gen, 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 Gen. Oh, hey, hey, du läufst genau in den rein. Dein Ernst? Ja, du bist doch irgendwie gerade durch mich durchgelaufen. Dann geh beim Boon down. Wenn du down gehst, dann geh beim Boon. Ja, da kann ich mich damit nochmal heilen bestimmt, ne? Er ist bei mir. Du kommst auch genau dort zurück, wo du aufgehangen wurdest, gell? Ja, ich gehe zum Boon. Ich wollte zum Boon gehen. Jetzt ja, bin ich jetzt, ich bin beim Boon. Ja, okay. Er kommt halt zu dir, er hat sich geportet, ich heil mich hoch. Er ist gar nicht bei mir. Ich ja, keine Ahnung, er hat sich weggeportet. Oh, ja, ich geh jetzt weiter einen Gen machen. Du hältst dich hoch, das ist ein guter Plan. Oder das Game wird einfach noch eine halbe Stunde dauern. Ja, das ist halt, ne? Game mit Profis und einem Noob. Jetzt denkt er hoffentlich, ich bin bei dir als Abdeckung. Wo ist ein Gen auf dieser Map? Ach, wo ist ein Totem? Ich will auch noch heilen, das wäre so geil. Totem sind ganz viele oben, habe ich ganz viele gesehen. Ich gehe jetzt einen Gen machen, so. Direkt unter dem Boom-Totem mache ich jetzt einen Gen. Nevermind, er ist hier. Vielleicht mache ich doch keinen Gen. Oh, er ist hier genau hinter mir. Okay, ich gehe hoch, ein Totem suchen. Damit ich mich heilen kann und dann können wir uns alle da heilen immer. Weißt du ungefähr, wo ein Totem ist? Mach jetzt einfach einen Gen, er verfolgt mich.
Bitte finden Jen. Wenn, die sind alle unten, glaube ich. Oh Mann, unten. Alter, die sind alle unten. Jetzt chase er mich schon wieder nicht. So, also wir können es treffen, wenn du willst. Ich bin jetzt auch oben. Ich würde einfach... Ja, ich bin jetzt runtergesprungen, weil du gesagt hast, ich soll runter. Dann gehe ich wieder hoch. Nee, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich weiß, wo du bist. Aber oben sind Totems. Ich würde gerne auch ein Totem machen. Ich bin jetzt da, wo du runtergedroppt bist. Ich bin jetzt oben. Weg. Ich bin oben. Ich habe ein Totem gefunden. Ich mach's schnell. Okay, ja, ich komm. Ich komm auch. Mal eine kleine Party. Ah, er kommt, glaube ich, auch, ja. Er war nicht hinter mir. Kannst du ihn ablenken? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo er ist. Ich glaube, unter uns. Ja. Ja, er ist direkt unter uns. Direkt unter uns. Ja, er ist vorbeigelaufen. Halt dich, fang dich an zu heilen. Irgendwann. Mach einfach irgendwas. Ja, jetzt kommt er hoch. Ich versuche ihn. Merkt die, welches Totem was ist. Okay. Nee, er hat keinen Bock auf dich. Ja, mach, halt dich. Ich heil mich, ich hab mich. Er hört mich, ich schreie rum hier. Oh nee, er geht zu dir. Er macht sich einen Daumen. Ich gehe, mach einen Gen. Oh, ich konnte mich voll heilen, geil. Ja, ich mach einen Gen. Er ist bei mir. Jo, ich mach einen Gen, halt ihn hin. Oh, hier sind keine Pellets mehr. Hier sind noch Tausende. Ja, hier, wo ich gerade bin. Gut, dann läufst du halt deine Deads an. Kommt er jetzt genau wieder zu mir? Nee, du bist oben, ich bin unten. Ich bin genau unter dem Boom. Ab, dass du weißt, wo ich bin. Du willst einfach alles, alle Pellets, die du hast. Hör auf, greedy zu sein. Was? Du warst ernsthaft so greedy? Du hättest einfach die Pellets benutzen können. Oh Mann. Ja. Es sah so aus, dass er sich nicht traut, darüber zu springen. Es sah so aus. Egal, ich krieg nachher rüber. Mach ganz entspannt. Jetzt. Es sah so aus. Hat er dich gefunden, ja? Ja, hat er. Ich sag, du sollst Bree sein. Zeig ihm nicht das Totem. Ja, aber das hätte mir. Ja. Er hätte mich trotzdem dann outplayen können. Nö, hätte er nicht. Wenn er einfach safe gespielt hättest. Du kannst outplayen, du spielst safe und gut. Gott, bin ich langsam. Das Spiel dauert dann nicht mehr eine halbe Stunde, sondern 28 Minuten. Weil ich den Fehler gemacht habe. Ich krieg zum Totem und hol mich hoch. Ja, beeil dich. Ja, ich kann nicht schneller kriechen. Fertig. Muss mich noch heilen. Okay, mach einen Gen oder mach irgendwas. Ich mach was. Ich lieg, aber ich kann mich hochhalten, aber ich glaube, ja, dachte mir. Ich spiele nur aus Spaß. Merkt euch das. Bin frei. Er ist bei mir, oder? Nee, ich bin gerade freigekommen. Wieso machst du keinen. Wieso bist du im Schrank? Ich dachte, er kommt zu mir. Ich hab doch, der hat mich doch gerade getragen. Ich hab okay, doch okay, gesagt, okay, ich bin freigekommen. Perfekt. Alter, ich glaube, du bist echt mich, ein neuer Spieler. Ich heil mich, ich bin neu. Deine erste Runde, oder? Das ist meine zweite Runde. Du gehst in den fucking Schrank, wenn ich sage, mach Jens. Ich mach jetzt Jens, ich bin voll geheilt, ich bin gut. Du kannst dich hier auch dann heilen. Oh, mein Jens ist sogar noch nicht getreten worden. Let's go. 50%. Nein. Machst du bitte? Ja, ich bin schon dabei. 50. Nein, noch nicht 50. Gleich 50%. 50% jetzt. Ich heil mich kurz, ja. Oh, Killer kommt. Ja, dann hau einfach ab. Ich mach den gleich weiter. Die Totems sind so OP. Nur durch die Totems leben wir überhaupt noch. Ist er hinter dir? Nee. Ich bin oben und heil mich. Ich höre ihn aber. Ich sehe ihn nicht. Ich bin aber auch in der Mitte der Map. Soll ich zurück zum Gen gehen? Ja. Oder einen anderen Gen machen? Nö, jetzt werde ich gerade gechased und er committed. Mach den Gen. Ich hab hier noch eine God Palette.
Und er geht zurück. Bruder, ist eher langweilig. Dann hau ich ab kurz. Wieso haust du ab? Na, wenn er jetzt zu mir kommt? Ja, er kommt. Ich bin auch nicht abgehauen. Na, ich bin durch die Pfütze. Ah, die verschwindet jetzt, ne, die Pfütze, oder? Ja. Ja, er ist dort. Da ist halt eine Sackgasse bei dem Jen, ist halt voll doof. Nee, das ist keine Sackgasse, links geht's raus. Da ist eine Tür. Er ist bei dem Jen? Ja, ich geh zu einem anderen Jen, weil ich hab keinen Bock mehr. Das ist einfach langweilig, das Spiel gerade. Es passiert nichts mehr. Also ich find's richtig spannend gerade. Ja, passiert da so viel. Ich find's richtig spannend. Ja, ich mach jetzt einen anderen Jen. Eins in den Chat, wenn ihr es spannend findet. Du machst den Jen, ich mach den Jen, perfekt. Okay, er ist bei mir. Also die Leute dachten alle, wir sind tot und wir schaffen das noch. Eins, siehst du, sag eins. Er kommt zurück zu dir. Ich finde das voll langweilig. Ich hab mich schon. Ich zieh durch jetzt, komm. Nein, zieh nicht durch, mach kein Risiko. Wir kriegen das, wir spielen das safe runter einfach. 90%. Ich bin gehittet. Ja, hau einfach. Ich haue. Ich mach den anderen Jen. Außer wenn er zu dir committet, dann mach ich. Er committet zu dir. Er ist bei mir, ich bin in Chase. Ja, ich mach den Jen. Du hast keine Adrenaline, okay. Oh, wieso ist da eine Tür? Er ist weg. Er ist weg. Gut, dann mach ich wieder meinen Gen. Dann heilst du dich und machst dann wieder deinen Gen. Er ist doch wieder da. Entscheid dich. Er ist da. Okay, dann mach ich deinen Gen. Ist das nicht der Gen hier? Ich hab noch einen Gen gefunden. Nee, hä? Nee, ich hab drei Gen. Wo ist der Gen? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, du bist jetzt der Gen tot. Ist unterm Heiltotem ungefähr. Ich war gerade beim Totem, das war das falsche Totem, glaube ich. Ja, das Totem hier, wo ich liege. Ja, jetzt ist eh egal, weil tot. Schade. Schade, weil ich den Gen auf 80, 90 gemacht habe. Ja, ich bin tot. Ja, die Runde ist langweilig, lass uns in die nächste gehen. Ach, jetzt hieß es auch noch. Ja, ist langweilig. Ich sehe die Hedge. Oh, war das lang. Ledig. Und der schreibt irgendwas auf Russisch. Waren bestimmt nette Worte. Complicated heißt es auf jeden Fall. Der hat bestimmt gesagt, so wurde auch noch, aber auch Zeit. Ja, ist ja seine Schuld, wenn das Spiel so lang geht. Wenn er die ganze Zeit Chase aufbricht, nur um die Gens wieder zu patrouillieren. Ja, ich sag mal so, wir sind einfach zu gut. So, cool, ich hab mich selbst geheilt. Das hat gereicht für die Mission. So, ich bin jetzt auch Tier 10. Und hab den Fleischbaum. Betäube den Killer 4-mal, let's go. Check, fertig. Ich mach vielleicht nur so zwei Runden. Oh nein. Aber okay, wenn die so lange dauern, verstehe ich das. Also bist du noch ungefähr 3 Stunden hier. Okay, Ryan ist weg. Wo ist Ryan? Ich hab keine Ahnung. Bist du noch in der normalen Lobby? Ja. Da steht, sie hat die Party verlassen. Da müssen wir zurückgehen, ne? Oh,
Müssen wir das? Ja. Verlassen. Verbindung, geil. Main Shrine. Was denn? Du warst so lange AFK. Ich war gar nicht AFK. Ich habe jetzt schon jede Killer-Challenge fertig. Ich muss jetzt nur Survivor spielen. Ich hab nur eine. Aber dafür habe ich fast jede Survivor fertig. Muss ich dann Killer spielen. Hä? Geht das nicht mit der Einladung? Ich muss das Spiel neu starten. Hast du schon neu gestartet? Ja. Heute mache ich Platin auf Horizon, glaube ich. Und das DLC. Ich glaube, du solltest die zwei Wörter einmal austauschen. Umdrehen, meine ich. Ich mache heute Horizon auf Platin. Klingt schon viel deutscher als das, aber was du irgendwie gesagt hast. Aber beides ist richtig, oder? Ich mache Platin auf Horizon. Du machst Platin in Horizon, wenn dann nicht auf Horizon, denke ich. Auf Horizon macht keinen Sinn, aber in Horizon schon. Naja, also auf das Spiel Horizon. Nein. In das Spiel. Nein, du machst Platin in Horizon. Aber im Spiel gibt es ja keine Platin, sondern die Platin ist ja quasi außerhalb des Spiels im PlayStation drin. Ach, keine Ahnung, das hat. Ja, dann sagst du, du machst Platin aus Horizon, dann stellst du das her. Oder Tuda für. Hat recht. Ich mach Platin bei Horizon. Oder sag einfach gar nichts. Sag einfach halt einfach. Ich hol mir dein jetzt was. Halt dein Bier. Was? Ja, halt dein Ja. Dein Bier. Halt dein Bier. Ich hol mir jetzt was zu trinken. Ihr habt ja, alle recht. Bier. Ich hab nicht recht. Ist ja gut. Ja, ich spiel jetzt Pokémon, weil die Q-Times dauern 5 Minuten. Auf. Ja. Mann, ich hab schon wieder Hunger. Nicht bei, sondern in. Scheipuff, herzlich willkommen. Ich hab schon wieder Hunger. Die Schokolade. Ich hab keine Schokolade mehr. Ich hoffe noch was, Schwanzi. Nee, die sind nicht mehr im Angebot. Aber da müsste ich jetzt auch außerdem los. Morgen ist Sonntag. Oh mein Gott, ich müsste halt wirklich nochmal, wenn ich will, also... müsste halt wirklich nochmal los. Jetzt muss ich bis Montag durchhalten. Du schaffst das schon bis Montag ohne Schokolade. Nee. Wir gehen in die Tankstelle. Tankstelle. Stimmt, die haben immer offen. Aber das kam spät. Aber wie teuer ist denn Schokolade an der Tankstelle? 3 Euro? Oder haben die da normale Preise? Also, wie ist denn das? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Tankstelle ist meistens ein bisschen teurer. Alles?
glaube. Du schläfst doch in Berlin, hast du kein Späti? Oh, ich habe einen Dönerstand vor meiner Tür. Oh, du schläfst, der Stand doch bestimmt schläfst. Der ist doch immer offen, Teleschnecke. Ja, ich schlafe in Berlin. Oh, da könnte ich mir auch Schokolade kaufen. Ich glaube, oder? Haben die da Schokolade? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass die da Cola haben. Wo? Bei meinem Dönerladen. Okay. Kann jemand einen Wind-Check machen? Ja, Ruin. Gib mir 13 Sekunden. Oh, du blumst es? Boom würde 24 Sekunden brauchen. Nee, Boom. Nee, wie heißt das? Bloom. Das ist ein Ballon. Was sagt man dazu? Du boomst es. Nee, ich glänze es auf Englisch. Ja, aber was heißt auf, wie heißt es auf Englisch? Glänzen, habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist doch Deutsch. Nein, Deutsch wäre zerstören. Oder was Glänzen immer. Ist ein englisches Wort? Glänz, ja. Glänz. Glänz? Ach, ich glänz, dachte, das wäre das deutsche nicht, Wort. Nicht G. Nee, das war Undying, ne? Ja. 3, 2, 1. Nee. Hä? Ist immer noch Ruin. Da hat er noch was anderes gehabt. Nee, das ist so lächerlich, diese Map. Wer ist denn überhaupt der Killer? Ah, die Hexe. Ja, dann hat er die Bauer Hope gehabt. Der hat er wahrscheinlich, vielleicht macht er die Bauer Hope. So, wie viele Tote sind jetzt kaputt? Drei, nee, zwei. Zwei. Third Steel und Ruin. Das heißt, weil dann sind wahrscheinlich jetzt Third Steel und die Bauer Hope weg. Außer sie hat Undying. Ich glaube schon, dass sie Undying hat. Weil es ist immer noch Ruin. Nee, ich hab, es ist kein Undying, weil ich war neben dem Totem und ich habe keinen Undying Proc bekommen rechts. Sonst hätte ich jetzt rechts ein Hex-Ding. Weißt du? Undying zeigt dir ja die Aura. Also wenn du hier noch ein Totem hast, würde ich gern glänzen, dann können wir uns heilen. Ich weiß, dass hier irgendwo noch verfliegt. Oh Gott. Hex ist bei Mac. Da musst kriechen, sonst löst du die Falle aus. Du darfst nicht laufen. Oder er jetzt schon, das ist egal, aber. Ich wollte es nur sagen. Ich? Weiß jemand, wo das Totem ist? Sie hat mich verloren. Musst aber laufen mal die Richtung da. Lauf mal weg, einfach da lang. Ja? Außen hast du schon alles nach Totems abgesucht, oder Totem? Toter? Nein, ich war nur bei zwei Spots. Ich hab dich wieder Totem genannt. Was sagst du öfters? Ich denke mal Main Building. Main Building oder Richard. Eins von den beiden Orten wahrscheinlich. Oh, da ist Main Building halt. Ich dachte, sie hat dich verloren. Ich glaube, das sieht etwas anders aus. Ja, keine Ahnung, wo die jetzt herkommt. Oh, ich habe kein Balance. Oh mein Gott, das ist unlucky. Wo ist sie jetzt? Ja, gute Frage. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich sie verloren. Okay, irgendwer hat schon. Hast du das Tote mit Main Building gemacht? Nö. Ja, war das Mustafa oder Ryan? Ich weiß auf jeden Fall nicht. Ich hab nichts getan. Aber ja, da liegt ein Totem, was zerstört ist. Irgendwer ein bisschen lügen. Okay. Jeder sagt, er macht es nicht. Es gibt ein. Dann ist es nicht im Main Building. Es gibt einen Traitor hier im Team. Traitor aus TTT. Ich hab ein Totem gefunden am Rand außen. Ach komm. Oh, hallo. Dann wird's wahrscheinlich hier in der Witcher sein. Wie heißt der Killer bei Among Us? Imposter. Imposter. Wir haben einen Imposter am Team. Nö, in der Witcher ist es auch nicht. Ich hab das vierte Totem. Ich hab das vierte Totem. Ich hab's geblumt. Nee, das war das dritte, oder? Ja, geglänzt. Ich hab jetzt nämlich noch eins. Ach so, dann ist im Main kein kaputtes Totem. Hä, aber da liegen Totemgäste. Ja, vielleicht ist es irgendwie Map-Design. Okay, Game-Design. Hm. Wo waren das? Ach, da hinten. Okay, alles klar. Ja, sie hat noch Ruin. Ja, dann wird's eine Adapt-Hack sein. Wir müssen noch super viel tun. Ich auch. Mein Problem. Wird auch noch Kinder bekommen. Was? Ja, du hast ja gesagt, wir müssen noch sehr viel tun. Ja.
Ja, ich höre auf, Wuhlen zu suchen, ich mach Gens. Kein Bock mehr. Wenn dann noch, es gibt noch ein Totem, was wir nicht gefunden haben, und das ist Wuhlen. Er kommt. Aber renn. Oh! Renn nicht mir hinterher, renn woanders hin. Check ist es auch nicht. Ich bin in der Check. Mit dem Killer. Ja, drop nicht God Pallet, danke. Dann sterbe ich aber. Okay, dann drop. Killer hat mich verloren. Okay. Du kannst das Window ja abusen. Was höre ich denn hier? Mich. Okay, ganz komische Geräusche. Oh, da ist Mustafa. Hi. Wieso kannst du weg? Du kannst weg. Ich hab das Tote gefunden. Wo ist es? Steht am Rand. Da ist, macht er eh gleich Boom. Ich will's sehen. Ach, dann wahrscheinlich hinter uns, oder? Ja, warte, ich will's sehen. Ich will das trotzdem. Ja, nehmen einen Ausgang. Ja, das macht er gleich Boom. Danke. Ja, oben ist ein Gen, Mustafa, oder du willst hier reinkommen? Ja, mach mal das Totem bitte. Ich bin dabei. So, da siehst du das bei mir, du musst da links am Ausgang. Das nee, wann poppt es denn? Da. Ja, okay, dann. Dachte ich. Danke für die Lurk-Teleschnecke. Hier ist nichts, okay. Wine, kannst du gehen oder bist du sehr weit entfernt? Ah ja, bitte, geh, wir sind direkt neben dir. Und geh einfach. Das war nicht so gut. Naja, sie sind da mehr. Mustafa, kannst du dann hingehen? Ich bin injured. Okay. Einfach zum roten Mann hingehen. Wenn Wine auch zum roten Mann, ja, ich renn weg. Aber ja, musst dich beeilen. Du hast noch so 10, 15 Sekunden Zeit, um ihn vor Stage 2 zu holen. Sie hat von mir, glaube ich, abgelassen, oder? Nee, hat sie nicht, okay. Ich war nur zu weit weg. Wir sehen ihn noch bei dir. Phase 2. Scheiße, Mann. Phase 1 habt ihr mich nicht mehr geschafft. Schmutz. Lol, da ist Ryan. Ach, Mensch. Ryan Checkler. Mann, ich bin jetzt in Phase 2. Obwohl ich nur einmal hing. Wir haben verloren. Das ist dein Fluch. Wir haben verloren. Ich heile mich erstmal kurz, ja? Oder soll ich dich schon holen? Nee, dann werde ich getötet. Ich werde schon geholt. Achso. Na, ist fein. Dankeschön. Bitte. Oh, ich liebe die neuen Skill-Checks beim Wiggeln, die sind so cool. Ja, vor allen Dingen, du kriegst halt großartige Fähigkeitschecks. Ich glaube irgendwie, dass sie das patchen werden. Also mit den Skill-Checks. Ja, 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 aber die Mission ist so einfach. Die Points. Ja, ja. Hä, wo hängst du? Ich sehe dich nicht. Im Keller, oder? Ah. Benutzt da jemand Self-Care? Ja. Oh, sie verwanzt alles. Oh, sie hat auch unten alles verwanzt. Perfekt. Jetzt wird sie wahrscheinlich auch anscheinend nicht. Also wirklich. Oh, perfekt. Doch. Weil wenn sie hat mich verloren. Perfekt, ja, weil sie zu mir kommt. Ja, aber das ist doch perfekt, weil ich wäre dann tot. Oder? Also dachte ich mir zumindest. Ich will auch noch ein bisschen spielen. Die anderen machen wahrscheinlich jetzt Totems. Ja. Ja, hi. Ja, was geht? Hey. Boah, Glück gehabt. Also, ich meine, sonst wäre ich jetzt tot. Voll geil, man sieht so richtig so eine Totemwand, ne? Von den Blumen. Wo die Zone anfängt. Da liegt eine Trap. Fuck, ja. Die habe ich zu spät gesehen. Mustafa, tu's nicht. Ist eine dumme Idee.
Achso, alles gut. Ja, ich dachte, du kommst zu mir. Alles gut, mach den Gen. Wollte ich kriegen lassen. Salim, ich kann, vielen Dank. Jetzt komm ich zu dir, Mustafa. Ja, ja. Wie viele Stunden hat denn das Spiel, Christian? Wie viele Spielstunden? Jetzt ist es zu spät. Genau. Geh mich bitte nicht. Oh Mann. Will jemand anderes Toda holen oder soll ich das schnell machen? Ich will gejagt. Am besten, wenn es Ryan tut, aber sie kann sich doch noch selbst schnell heilen. Weil das ist irgendwie. Das war nicht so schlau. Ich mach ein Totem. Oh Scheiße. Ich mach ein Totem. Ich mach einen Gen, meine ich. Soll ich dich kommen holen? Ist sie weg? Nein. Jetzt hebt sie halt auf. Oh, sie geht in den Keller. Nee, der Keller ist woanders. Nee, Mustafa, ich trigger einfach, weil sie wird ja, die trägt ja. Ja, dann hol mich. Ja, das mit der Kamera ist immer scheiße, wenn das getriggert wird. Oh, die hat sich teleportet. Was? Ist nicht abgelaufen? Wait, wo ist sie? Scheiße, ich bin tot. Mehr als 50 Spielstunden, oha. Willst du die normale Switch? Ich würde dir eher die OLED empfehlen. Taneko, eine normale Switch lohnt sich nicht. Hol dir lieber die OLED. Da sind die 50 Euro Aufpreis mehr als gerechtfertigt. Weil im Handheld hast du echt ein gutes Bild. Mit der normalen OLED, mit der normalen ist das Handheld einfach wirklich nicht spielbar. Wenn du draußen bist, siehst du gar nichts. Die 50 Euro sind es auf jeden Fall wert. Euro. Naja, die Switch OLED ist manchmal auch im Angebot. Nein. Und du hast mehr Speicherplatz. Und hinten das Ding ist verbessert. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas besser ist. Akkulaufzeit oder so. Nein. Lass mich in Ruhe. Please. Oder du schaffst es. Hat sie eine Trap bei dir platziert? Nö. Oh, mir ist es egal. Du schaffst es. Nicht wirklich. Ich glaube an dich. Nee. Oh, ich glaube einfach eine fucking Wand. Ich bin auch ein fucking Profi. Schade, wir haben das Game noch gekippt. Oder der Killer hat das Game gekippt. Auch noch nicht durch. Das ist so ähnlich wie Grandia, das Spiel, oder? Christian. Muss mir nochmal schicken, wie das heißt. Das heißt irgendwie Ark. 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 Irgendwas mit L, ne? Lost Ark. Herzlich willkommen, Wakachu. Wir machen heute die Platin-Trophäe in Horizon. Jetzt habe ich es richtig gesagt, oder? Ja. Baseball. Schaut zu, Mustafa und Ryan, ihr könnt da was lernen. Das ist Profi-Gameplay.
willst du denn jetzt? Ja, wollte ich nur sagen. Du schaffst es, Toter. Ja, ja. Ja, sagt er. Selbstverständlich. Toter Spufi. Ich hab ihn tatsächlich nicht mehr gesehen. Ja, der hat ihn auch. Tatsächlich ist er sehr komisch gelaufen. Aber es ist halt immer blöd, ne? Eins gegen eins und die Luke ist zu, ist eigentlich meistens verloren. Und in der Chase. Egal. Aber echt eine Runde. Ja? Ja, also jetzt mach ich noch eine Runde. Okay. Da hatte ich recht vorhin mit 2 Stunden. Perfekt. Ja, 2 Stunden in. Ja. Oh, betäube den Killer 4-mal. 0-mal betäubt. 8-2-Eiver anhucken. Wie viel habe ich geschafft? 1. Cool. Wie kann man es, nee. Nur mit Paletten kann ich betäuben. Oder DS. Ja, die Sprengfalle zählt ja auch noch als Betäubung, ne? Nee, es zählt tatsächlich nur als Blind. Also habe ich schon mal ausgetestet. Außer sie haben es gefetcht. Früher. Oben rechts, nämlich die, der Progress-Anfang von den Missionen hängt nämlich davon ab, ob du das Score-Event bekommst. Das Score-Event ist nämlich, wenn du Bloodpoints bekommst, zum Beispiel, wie man vom Haken holen. Dann steht da irgendwie 1500 Points fürs Anhucken. Und wenn du den Perk benutzt, dann steht da oben rechts nur Killer Blind und nicht Killer Stun. Ah, okay. Weil in der letzten Season habe ich das tatsächlich bekommen. Ich hab's auch damit gemacht, als diese Stun-Mission, aber da habe ich halt immer nur den Blind bekommen. Aber zählt Blind auch als Betäubung? Nee. Nee, aber es gab eine Mission, wo stand Blind with Blind oder Stun. Deswegen, aber nee, das zählt nicht als Betäubung. Das war jetzt von der letzten Tom. Okay. Dann mache ich das mit Paletten. Nee, du kannst auch 3 andere Perks benutzen als nur Pellets, ne? Oder waren es 3? Ja, aber ich will jetzt nicht DS extra dafür mitnehmen. Es gibt auch noch Head-On. Was für ein Ding? Head-On. Was ist ein Head-On? Ich kenne das mit mit dem Schrank, dass man den betäuben kann, aber es ist auch blöd. Ja, genau, das ist Head-On. Ach so. Wieso, das ist blöd, das ist doch voll cool. Ja, aber ich... Nee, ich mach das. Gab's noch irgendwas? Nee, ich hab, als man Blind oder Dings, hab ich Head-On, Quick and Quiet, Flashbang und Blastmine benutzt. Ah, das mit ist Flashbang so kriegst du nämlich auch Blinds. Und du kannst auch noch betäuben mit dem Runterwickeln, wenn du in der Nähe einer Palette bist. Bei 50% oder so. Ne, da gibt's da auch einen Perk. Stimmt, richtig. Wie hieß denn der nochmal? Das ist Power Struggle. Der wurde sogar gebufft. Oha. Jetzt statt 25% brauchst du nur 15% Progress Bar unten. Oha, vielleicht nehme ich den einfach mit. Ja, das ist halt aber auch sehr luck-based. Aber wenn du unbedingt Stunts mit Power Struggle haben willst, dann müsstest du dann am besten mit. Hä? Wie mache ich das denn mit der neuen Mechanik dann? Mechanik? Weil da. Nee, der droppt die automatisch. Ach, das passiert. Ich muss nicht drücken. Ja, du musst nicht drücken. Aber früher musste man drücken. Ja, früher musste man drücken. Jetzt folgt es jetzt automatisch, sobald du 15% erreicht hast und der Killer durch eine Flip-Flop mit Power Struggle fragt Hansen. Ja, genau, Flip-Flop. Mit Flip-Flop kannst du dich halt hochheilen und dann kriegst du 25% des Hochheils als Wiggle Progress. Und damit kannst du dich halt instant befreien, falls du unter einer Palette liegst und du dich um 15 geteilt durch 30, ach, keine Ahnung, irgendwas mit 40% dich hochgedingst hast. 15 geteilt durch 30? Nee, die 25% von was ist 15? Also wie viel brauchst du? Ich glaube 40. 25% von 15? Ja, 40, oder? 25% von wie viel? Nein. Von 15. 15 durch 2, also 15 durch 4 sind 25%. 15 durch 2 sind 7,5, durch 2 sind 3,75? Nee, das sind 6,25, kriegst du bei 25%. Nee. 25 durch 4 sind 6,25. Ja, 40% war ich glaube ich schon richtig. Nee, dann kriegst du ja 10. Du brauchst viel mehr. Ich verstehe nicht. 50 geteilt. Ach, ist auch scheißegal. Ich tu nur so, als würde ich verstehen, was die sagen. Du kriegst 50% zurück, gell? Ich tu nur so, aber ich hab keine Ahnung. Dann musst du nur 30% dich hochholen.
Vielleicht bin ich auch einfach blöd. Das kann sein. Nee, aber das ist eine Kombi, die gerne genutzt für Flip-Flop und Power-Struggle. Wenn der Killer dich halt 2 Sekunden liegen lässt, kannst du dich halt hochhören. Ja. Ich blend einfach. Ich stun mit Paletten fertig. Nee, das Ding ist, du droppst sie immer zu früh und dann stunst du nicht. Ich weiß, wie du spielst. Christian, wie heißt das Spiel? Lost in Ark? Lost in Ark. Ich glaube, es heißt anders. Nicht Lost in Space? Lost in Space. Ich sehe den Killer einfach schon. Ich sehe den Killer einfach schon. Wie, du siehst ihn? Ist er neben dir gespawnt? Ja, ich bin 20 Meter von ihm entfernt gespawnt. Ja, aber ich dachte, man spawnt immer richtig weit weg. Ja, nee, ich bin im gleichen Hallway gespawnt wie der Killer. Wie Pick. Wo läufst du denn hin? Da ist eine Sackgasse. Ryan. Oder Mustafa. Bist du mir gerade hinterher gerannt? Ja, ich bin neben dir gespawnt. Und du bist da in die Ecke gerannt, ich hab's gesehen. Ja. Oh, der Killer ist da! Zorschweinchen. Vielleicht möchte ich auch, dass du mal was machst. Ja, ich sehe sie nicht mehr! Oh. Ich sehe sie nicht mehr. Sie ist so tief in die Hocke gegangen, dass ich sie nicht mehr gesehen habe. Das war ein schöner Kommentar. Ich sehe sie nicht mehr. Sorry. Und dann ist sie hochgesprungen und dann war sie auf einmal vor mir. Ich wollte nicht lachen, Entschuldigung. Ja. Hat sie nur schön angehört. Aber hier, wo ich liege, ist ein Totem. Das werde ich gleich glänzen. Glänzen? Glänzen? Das ist ein C, kein G. Glänzen. Glänzen. Glenn. Wie Dr. Glenn. Braun nicht mal voll zu braun. Ich bin da selber eine. Oh, war das knapp. Das war knapp. Hä, der Killer, der ist verschwunden. Oh, der wird... Ich hab mich gerade in der Ecke versteckt, wo sie gerade die Tür aufgebrochen hat und sie hat mich nicht gesehen. Ja. Frag mich, ob sie das gepatcht haben. Was? Egal. Wenn ich jetzt rede, wirst du nichts verstehen. Ich verstehe immer, was du sagst. Was lachst du denn jetzt? Ach, so. So. Geh ran. Ich mach lieber noch keinen Gen. Ich heile mich erstmal. Warte, ich mach den Gen fertig für dich. Oder du heilst mich. Nee, ich mach den Gen fertig für dich. Ich hab Angst, Mr. Wattenbleib. Aber wenn du den Gen fertig machst für mich, dann geht meine Falle los. Das ist ein sehr schauriges Spiel. Ach, jetzt ist es egal. Gestern war es nicht egal. Ja, gestern war es dir auch egal. Gestern wurde ich angeschrien. Achtung, Brownie. 3, 2, 1. Ah! Woher wusstest du das? Ich hab den Pick in den Hallway hier langlaufen sehen. Genau da, wo gerade Ryan. Okay, sie läuft gerade in die andere Richtung. Genau, wo Ryan gerade. Läuft. Ach, alles gut. Sorry, dass ich geschrien habe. Ich hoffe, ich habe nicht geschrien. Du hast geschrien. Hat man das gehört im Stream? Ja. Ja, man hört dich immer schreien. Ist das laut? Also ist das unerträglich? Ja, ich muss dich immer direkt muten. Deine Stimme ist unerträglich. Ah. Das ist aber hart. Sie hat immer so Alter! Du kannst dich heilen. Du hast das Glänztotem. Ja, sie könnte ja auch so sein, der hat Selfcare. Ja, du kannst dich aber schnell hochheilen. Nicht mal jetzt, wo du liegst. Sternlicht 6, herzlich willkommen. Hättest du jetzt mal Exponential mitgenommen, Brownie, was ich mit hatte. Jetzt ist Blume aus. Nevermind. Stimmt, und die werden ja dann einfach beide gleichzeitig drauf gemacht, ne? Ja, du kannst auch noch Shadow Step, mit dem hast du 3 Blumentöpfe. Wieso sterbt ihr da hinten alle? Das wäre halt echt gut, wenn einer das hat, ne? Einer nimmt nur Totems mit und macht das. Ja, das ist ja auch die Meta. Natürlich. Obwohl Circle of Healing der stärkste ist. Das ist dann sozusagen unser Schamane, der supportet uns. Hier, ich geb dich hoch. Keine Sorge. Sie kommt, ne? Ja. Dann gibt's einen, der kann dann Bomben herstellen. Und einen, der nur heilt. Ein anderer, der macht dann... Macht die Gems. Das ist einfach ein ganz neues Spiel, dieses Game hier. Oh, das war ein Fehler. Yeah. Ihr seid unten, oder? Dann bin ich oben. Ich hole Ryan. Das ist aber nett. Hast du das Totem, den Gen gemacht? Wo war denn der Gen? Hier war der. Deine Uhr tickt. Das ist richtig wirklich? So. Oh Gott. Oh Gott. Ist er hier? Ja, unten. Scheinbar nicht.
Oha. Herzlich willkommen, Progressive Gamer. Danke für den Schluck, Christian. Ich werde gleich trinken. Und den Schluck von Hansen noch einlösen, glaube ich. Ach, dafür gibt es keine Points mehr fürs Regal. Das ist aber cool. Das belohnt skillvolles Gameplay. Achtung, Bauni. Achso, du bist schon weg. Okay, das Schwein hat ge... Hä? Hä? Ich glaube, wenn du mich nicht holst, sterbe ich. Also ich werde Second Phase kommen, weil die anderen zwei sind in komplett anderen Ecken. Hä? Die hat mich verloren. Ist sie blind? Hast du irgendwo einen Boon? Nee, hast du nicht. Schade. Nee, wurde zerstört. Ja, du hast das offensichtlichste Totem auf dieser Map immer genommen. Ja, die anderen sind alle gut versteckt und das ist das einzige, was du Ja, ist halt das einzige Totem, was ich gefunden habe. Aber wo bist du denn? Du kommst zu mir. Ja, so. Das war einzige Totem, ja, deswegen, weil die anderen auch viel gut versteckt waren. Scheiße. Ja, man muss Detective Tap oder so mitnehmen, ne? Tap? Du oder wie das, nur, wie der Perk heißt. Du musst einfach nur wissen, wo die Totems sind. Ja, eben. Du brauchst keinen Perk. Elysian, herzlich willkommen. Das fand ich so gut. Wann gehen eigentlich die restlichen Gens mal an? Ach, ihr haltet euch, ihr habt einen Orgy. Ja, wieso knallst du ihn? Ihr wollt mich nicht knallen? Nee. Oh, weil Mustafa auch nicht? Das ist ja aber nicht. Irgendjemand sollte retten gehen, glaube ich. Ja, aber wir haben noch 50 Sekunden. Ja. Gut, ich call mich vielleicht nur auf 45. Oh, sie kommt. Mustafa, zieh durch. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Sie kommt gleich von hinten. Jemand müsste mich holen. Sie kommt gleich von hinten raus. Aus dem Gasse, aus dem Badezimmer. Da kommt sie raus. Achtung. Sei vorsichtig. Wir haben erst einen Gen gemacht? Hinter dir, Mustafa. Ja, der Gen war von mir. Beziehungsweise ich habe den auf 90% gemacht, dann bin ich abgehauen. Das ist der einzige Gen, der bisher gepoppt ist. Poppt? Ich mag das Game nicht mehr. Musst du nicht, Mustafa. Es gibt andere tolle Games. Zum Beispiel Hyrule Warriors. Oder Pokémon, ja, genau. Kann ja nicht jedes Spiel gut sein. Oh, die läuft ins dritte Stockwerk, sehr gut. Ich hab ein Totem gesucht, aber ich hau ab. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ist nicht vorbei. Ich geh Mustafa holen, wenn der Gen an ist. Oder, ne, also sie ist noch mit Kindred da. Jetzt geht sie ins Self. Jetzt kommt sie zu mir, also, Ryan, du musst das machen, glaube ich. Oder? Kommt sie zu mir? Ja, am besten gehst du. Ich glaube nämlich, sie ist auf dem Weg zu mir. Oder sie ist noch dort, aber ich glaube nicht, dass sie dort ist. Danke. Lass uns ein paar Gens unten machen. Sie war noch da. Sie war noch da. Ich habe sie nicht gesehen, sie kam aus irgendeiner Ecke gerade. Jetzt kommt sie mit daher. Ja, dann gehe ich Mustafa hochholen. Wieso ist denn Jen auf dem Sie ist bei mir. Was ist denn bei euch los? Bei mir wurde eben gesagt, sie ist bei Brian. Ich bin da gerade lang gelaufen. Ja, dann hast du mich gerade umgebracht. Du hast schon nicht mein Problem, wenn du da sitzt. Weil ich hab gestöhnt, weil ich verletzt war. Ja, dann beschwer dich nicht. Dann heile dich halt. Ich hab mich gerade geheilt. Dann heile dich woanders. Ich komme jetzt zu Mustafa. Naja, ich kann mich nur beim Blumentoten heilen. Ja, musst du halt selbst kein Problem. Das ist das Problem nicht. Ich wurde umgebracht. Oh, sie ist bei mir. Sie ist unten bei mir. Mustafa, lauf nicht weg. Okay. Komm zu mir, in die Richtung, wo ich bin. Einfach nur ein bisschen hin. Du siehst mich ja, ich komme auf dich zu. Ah, die Mission ist echt kacke mit dem Stun. Ich komme. Nee, ich komme. Ja, so. Ja, nicht drücken, nicht drücken. Einfach die Rückenmassage genießen. Ja. Danke. Jetzt habe ich Hunger auf Eis. Probier doch ein Eis. Ich glaube, mache ich auch. Dann muss ich den Stream bald beenden und Eis kaufen. Ah, nee, dann werde ich wieder dick. Bauni, weißt du schon, wie man Gens auf der Map findet? Die man sie sucht? Genau. Oder? Nee, oder? Siehst du das hier? Kaputte Lichter? Genau, wenn die kaputt sind, ist ein Gen in dem Raum. Hä? Also, ja. War das schon immer so? Ja. Ich glaube, sie kommt jetzt hierher, kann das sein, weil sie liegt am Boden. Ich geh mal reinholen.
Und hier, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, hier alles an, keine kaputten Lichter, kein Gen in dem Raum. Hey, das ist ja gleiche jeder, fast jeder Map. Hier ist auch nochmal das gleiche. Kaputter Dings, da direkt daneben ist ein Gen. Ey, das ist ja richtig. Hier ist es auch auf Levies. Und auf RPD ist es auch so ähnlich. Und ach, du bist denen, du, ich dachte, du bist mir. Haben die jetzt erst gefixt oder was? Nein, das war schon immer so. Guck mal, da ist auch nochmal ein kaputtes Licht. Heißt, hier ist ein Gen. Irgendwo, in dem Raum wahrscheinlich. Ich mag sterben. Nee, ich nicht. Du warst immer nicht der Erste diesmal. Hey! Sterben ist was Tolles. Danke. Hier sind zum Beispiel Lichter an. Jetzt funkeln die nicht mehr. Oh doch, hier funkelt es. Okay, dann ist es doch nicht so reliable. Aber eigentlich ist es so. Ja, also man kann sich ja daran orientieren. Weil hier du kannst mir glauben, dass es eigentlich so ist. Hä? Und hier ist das Licht an, obwohl der Gen noch aus ist? Vielleicht ist es... kann auch ein Bug sein, tut mir leid, aber... aber eigentlich ist es... Nee, weil... hier, genau, das Licht war vorhin nämlich noch nicht an, deswegen dachte ich, der Gen ist fertig. Ich hab den gar nicht mehr weitergemacht. Aber eigentlich ist das... ich glaube, das ist echt ein Bug. Eigentlich ist das Licht hier aus, ist das Licht... Weil das Licht ist bei mir auch aus gewesen vorhin noch. Und deswegen dachte ich, dass der Gen fertig ist und ich hab den nicht mehr weitergemacht. Ich erwarte, dass sie von unten kommt. Aber ich kann mich täuschen. Ich schau einfach jeden Eingang. Vor allem nur hier oben schon, weil... ja, sie kommt. Toll. Gecheckt. Gehen wir in den Hof? Nö. Ja. Oh, Joghurt mit der Ecke ist im Angebot. Oh, sie hat mich doch selbst noch rumgehen sehen. Ne, hat sie nicht. Der Joghurt mit der Ecke. Die Ecke mit was denn? Welche Sorte? Ist wichtig. Alle. Alle. Also alle, die sie halt da haben, ne? Meistens haben sie ja irgendwie nur immer zwei Sorten oder so. Ich finde die Sorte, die es nur bei Winter gibt, geil. Kirschjoghurt mit diesen Schokoringen. Das ist die geilste Sorte. Ja, hat's gut gesehen. Du schaffst es. Glaub an dich. Mir gibt jetzt hier einen Hit. Oh, Japan. Nevermind. Du schaffst es. Glaub an dich und deine Macht. Hier ist gar kein Window. Ich dachte, hier wäre ein Window. Ah, hier ist eine Pallet, die gedroppt ist. Ja, das hilft mir jetzt nicht wirklich viel. Sorry. Ist hier ein Window? Hier ist ein Window. Kein Balance. Da ist eine God Pallet. Ich nutze God Pallet. Drop. Schlag ihn. Weil dann. Nee, das wäre Suicide. Geh mal hoch, checken. Oh, schön. Du schaffst es. Ah, sie ist bei mir. Okay. Ich pack ab. Sie hat abgelassen, oder? Nee, doch nicht, sie kommt, die ist nur zu weit weg. Hm.
Ich hätte mich verloren, glaube ich. Ja, dann geht zu deinem Gen zurück am besten. Guten Tag, ich heile mich erstmal. Oh, wie er das zu zweit einfach besser spielt, als wenn wir zu viert sind. Das bestimmt auch alleine schaffen. Hier ist jetzt dein Gen? Ja. Herzlich willkommen, Fuego. Headbang ist da. Also bei mir funktioniert der Mode. Oh, ich baue hier ein Haus. Vielleicht kriege ich es hin. Ein Haus? Nevermind. Aber ich gebe Brian auch so viel Zeit, wie möglich den Gen zu machen. Ah, jetzt bin ich durch. Ja, ja. Oh. Du schaffst das. Nee, hier ist nichts mehr. Also bei mir funktioniert der Mond. Oh, ja. Geschafft. Nee, bin tot. Ja, geschafft. Nee, geschafft. Hä, hey, wo ist der Killer hin? Ich glaube, sie ist zu weit, Achtung. Ja, sie ist. Aber der Jens hat's fertig. Ja. Oh, schade. Hä, hey, du siehst sie schon? Ah, ja, ja. Die ist schon bei mir, ja. Achso. Hey, okay. Tode, hast du gar nicht mehr das mit dem Totem? Nee. Nein, das war auf dem anderen, das war auf Jonah. Ich bin noch nicht fertig, ich bin erst hier. Was sagt Klaus? Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Oh, wie schade. Ah, guck mal, hier ist ein Tote, das hättest du machen können. Guck mal, wie schön das versteckt ist hier. Ey, aber das ist so versteckt, dass wir es auch nicht gesehen haben. Ja. Aber das ist richtig, das wäre richtig gut gewesen. Ja, schade. Ich wollte noch mal kurz die Emotes zeigen. Oh, ich hab Hunger. Okay. Was ist mit ihm los? Was hat der denn jetzt für einen Anfall? Schlaganfall. Du sollst nicht wiggeln, glaube ich. Oh, es ist nervig. Mit der neuen Mission. Alter, das Geräusch. Meine Ohren. Was ist das für ein Geräusch? Was ich will hören. Was ist das für ein Geräusch? Das ist eklig. Du kannst einfach reingehen als Zuschauer. Ja, einfach die Kopfhörer abnehmen. Brauchst du jetzt nicht mehr. Alter, das ist einfach geil. Bam. Yeah. Ah. Ja, aber also, hat da ein Entwickler einfach gegen so ein Rohr geschlagen oder was? Alter. Nee, ich glaube, das haben. Ja. Mit einer Eisenstange? Ich mein, hast du schon mal gesehen, wie die Sounds von. Du kannst eine Cola-Dose nehmen und kannst auch so Autogeräusche machen, so. Die du zusammendingst und dann reinpustest. Hast du schon mal gesehen? Nein, hab ich noch nie gesehen. Also musst du mal sehen. Hey, was will er? Was kriegt dir den Jet? Die will noch extra runterpulst haben. Aber dann lass. Draußen. Wieso darfst du nicht frei wiggeln? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, sie will dir Hedge geben, deswegen. Und das Wiggle macht es einfach nur schwerer, weil du dann. Ey, das ist gemein. Ach, ja, du hast dich. Okay. Ja, verstehe schon. Hä? Wieso bist du gerade rausgesprungen? Durch nee, was? Sie war bei 75% und dann hat sie gedroppt und dann wurde sie deswegen links. Ah, so, so. Und dann steht man. Verstehe. Very ja, fun, Piggy. Ist das gutes Deutsch? Englisch? Gutes Deutsch, ja. Oha, guck mal, der ist Rang 1 gewesen. Kein Wunder, dass ich sterbe. Gut, dass ich jetzt gehe, dann muss ich mir das nicht mehr anhören. Aber wenn du jetzt gehst, dann sterbe ich noch mehr. Ja, ey, jetzt übertreib mal nicht, ne?
Du hast ja Wein, deswegen kannst du eigentlich nicht sterben. Ja gut, okay, aber danke, dass du mitgespielt hast. Waren sehr lustige Runden. Und vor allen Dingen sehr lange Runden. Ohne dich sind die Runden immer sehr kurz, weil wir alle tot sind. Gut, dann sollte ich wohl lieber nicht mitspielen. Aber dann sind wir ja gut, tot. Ja, ist ja gut. Mustafa hat gesagt, das ist gut. Dann okay. Muss ich dann. Gut, dann viel Spaß euch noch, ne? Alles klar, dir auch. Grüßi. Viel Spaß beim Essen. Was gibt's denn Schönes? Sushi? Ja, Tiefkühlpizza. Oh, ist auch schön. Bis dann, ciao. 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 Ich komm gleich wieder. Musst du jetzt auch Pizza essen gehen? Nee, ich hole was zu trinken und so. Gut, ciao. Soll ich kommen? Ja, komm. Bin immer noch ein bisschen sad. Wieso bist du sad, Fabi? Pokémon durchgespielt oder was? Oder weswegen sad? Ja, komm rein, Fuego. Wenn du jetzt noch wartest, bis ich antworte, derzeit kannst du ja schon hier Dinge tun. Starten, reinkommen. Shiny Bidiza ist nicht im Ball geblieben. Hä? Wirft du einfach noch mehr Bälle? Man ist schon Shiny Arakene geblieben. Aber wenn er nicht... man kann ihn doch runterschwächen im Kampf und dann nochmal fangen, oder nicht? Du kannst auch davor speichern und dann wird er immer wieder... Ja, du kannst... In dem Spiel kannst du einfach vorm Shiny speichern und dann ist er immer da. Ja. Fabi. Einfach Spielstand neu laden und der Shiny ist da. Und das unendlich lange. Dann, immer und immer wieder. Ist nicht so, dass man ihn triggern muss. Habe ich zu spät erfahren? Ich habe es schon erfahren und ich spiele das Spiel nicht. Ja, schade. Aber Shinies sind sowieso sehr oft in diesem Game. Bei dem Spiel habe ich das Gefühl, die hier werden da einfach hingeschmissen. Richtig, also Shinies kriegst du sehr oft. Shinies ist nichts Besonderes in dem Game. Und man kriegt ja noch ein Shiny noch bei einer Mission. Aber es gibt noch was anderes als Shiny, ne? Irgendeine andere Form oder so. Größe. Die seltener ist als Shiny. Ich weiß nicht, was mit der Größe. Sonst ändert sich da eigentlich nichts. Okay. Lädst du mich ein? Achso. Bist du immer noch nicht in unserer Gruppe? Ich hab grad erst Dings gestartet. Hast du jetzt auch schon Pokémon? Fuego? Nee, hol ich mir nicht. Holt es dir jemand anderes? Nee, ich will's nicht. Wieso willst du es nicht? Weil ich Pokémon hasse. Ich glaube, da ist noch nie so jemand, der in der Pokémon so verabschiedet. Ah, ich will nicht mehr ins Spiel. Elo 7000, herzlich willkommen. Bereit drücken nochmal, sorry. Hello. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mein Name ist Russell. Okay. So, ich level ihn jetzt einfach auf 50 hoch. Soll ich eine andere Mission mitnehmen als Stun? Ich krieg das irgendwie nicht hin mit den Stun. Ich hab immer noch gar keinen Hunger, also das Mittagessen ist voll gut. Ich hab aber schon wieder Hunger. Ich hab gar keinen Hunger. Ich hab, als ich dir das geschickt habe, habe ich das erst, also das war meine erste Mahlzeit und meine letzte. Krass. Ich esse wieder. Waren da Kartoffeln drin oder so? Nee, ne? Ja, Kartoffeln. Brokkoli, Bechamelsoße und halt Käse oben drüber. Oh, voll geil. War auch richtig geil. Na, Abwechslung. Oh, mein Wasser ist leer. Ich hab so Hunger, ey. Aber so auf Schokolade, glaube ich. Ich hab Bock auf Chips, aber... Ich will was Süßes, so richtig Zucker. Mit. Oder so richtig so geiles Schokoeis. Boah. So mein Vater wollte eine Bombe. Was will dein Vater? Eine Bombe? Mein Vater, den kann man nicht toppen. Ach so. Ja, erzähl. Heute Morgen, ich lag im Bett, der kommt in mein Zimmer. Ich habe auf meinem Schreibtisch, habe ich so einen Lolli. Ja, habe ich einen Lolli. Kommt in mein Zimmer, guckt sich in meinem Zimmer um, als wäre er noch nie in meinem Zimmer gewesen.
nimmt er erst den Lolli, guckt ihn an, steckt ihn in die Tasche. So als der will mich abziehen. Steh auf und sag, nee, den Lolli gibst du mir wieder. Ich hab gegen den Lolli gestritten heute Morgen, oder was? Warte, nein. Dann sieht er meine Nike-Handschuhe, probiert die an und sagt, das sind jetzt meine. Ich so, wie, das sind deine, das sind meine, ich brauch die doch noch. Aber die passen mir, ich brauch auch so welche. Dann hab ich zu ihm gesagt, ja, ich hab mir neue Handschuhe bestellt, wenn die ankommen und die gut sind, nimm meine Nike-Handschuhe, okay. Dann guckt er und ich hab neben meinem Schreibtisch zwei Chips-Packungen, Pringles. Der hebt eine hoch, schüttelt dran. Nimm die andere hoch, schüttel dran. Sind ja beide noch voll. Wollt beide einfach mitnehmen. Hey, was ist denn mit dem Vater heute los gewesen? Er geht in mein Zimmer und der wollte mir meine 10 Euro auch noch klauen. Der kommt in mein Zimmer, nur um mir Sachen wegzunehmen. Super. Ja. Ich glaube, ihm war langweilig. Ich glaube auch. So, kann man eigentlich aktuell irgendwo eine Xbox kaufen? Nee, ne? Keine Ahnung. Bam, 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 bam. 130. Achso, es gibt jeden Tag Blutpunkte 50.000. Und ja, ich hab heute schon bekommen und ich habe nicht verstanden, warum. Weil es ist ja erst ab 17 Uhr, dachte ich. Nee, das ist schon nicht. Nee. Die ganze Zeit. Ich habe mich heute Morgen kurz eingeloggt, habe eine Runde gespielt. Komisch. Ja, weil eigentlich ist immer 17 Uhr Reset. Hast du jetzt auf Instagram bekommen? Oh, vielen Dank. Es ist Ghostman, also der von Scream. Oh, cool. Heißt der. Danke dir, Christian. Ghostface, ja, ich wusste gerade seinen Namen nicht. Der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Hat nicht. Oh nein. Hat da auch nichts getan. Heute ist irgendwie nicht dein Tag, oder? Nö. Wo bringt denn der dich hin? Hä? Oh. Wie bringt der dich so weit weg? Keine Ahnung. Die Mörder mögen dich. Danke. Sehr schön. Nein. Ach, da ist einer. Oh, da ist er aber. Wer hat gerade geknallt? Wer wird gerade geknallt? Ghostface hat geknallt. Der hat meinen Gen geknallt. Der stand da eben gerade noch vor mir. Der ist einfach aufgetaucht. Boah, das war eine gute Palette. Könnt ihr bitte abhauen? Ich renn weg. Ich kann nicht schneller Danke. Rennen. Ja, aber komm nicht zurück. Danke. Och man, mein... Geh zurück und mach den Gen. Der geht jetzt runter sonst. Ich bin schon gefühlt am Arsch der Welt. Ja, okay, dann geht der Gen halt auf 0 runter. Ja, ich lauf doch gerade dahin. Ist hier irgendwo ein Totem? Ja. Hinter mir. Also da, wo der Gen ist. Ja, okay, das kenne ich, das weiß ich. Das ist so offensichtlich, dieses Tote. Nein. Lass mich rein. Warte, ich mach das Totem schnell. Ja, dann mach das Totem.
Ach, du hast das Segen dabei, oder was? Ja. Dann heile ich dich einfach schneller. Danke für den Schluck. Danke. Oh Mann, sein Ernst? Hat er gecampt? Ja, er kam sofort wieder. Er war sofort hier ist ein da. Gen, wenn, ich weiß nicht, ob wir zusammen Gen machen wollen. Ich bin schon weg. Na gut, dann mach ich den Gen. Wo war denn der? Danke. Irgendwo war hier ein Gen. Super, ich weiß nicht mehr wo. Ich hol dich gleich. Hatte. Genau, du kannst beim Totem dich heilen, Mustafa. Ja, mach ich auch. Wow, dieser Killer. Hä? Der ist an mir vorbeigerannt. Ja, der ist ein bisschen dumm, der Killer. Er will mich. Na. Jetzt weiß doch, warum er an mir vorbeigerannt ist. Danke. Ja, das ist blöd. Ihr schafft das. Das war irgendwie der Lieblingsspruch, oder? Das ist der einzige Spruch. Oh Mann. Aber irgendwann werden wir nochmal entkommen, alle. Ja, das Schlimme ist, das habe ich gerade als Aufgabe, dass vier Leute vor mir raus müssen. Oh, hä? Dann gibt es die Aufgabe, habe ich noch gar nicht gesehen. Oh ja, komm, ich habe mich gerade geheilt, du Drecksvieh. Ich glaube, das Spiel wird dir super gefallen. Es geht um zwei Brüder. Oha, cool. Life is Strange 2. Ach man, ey. Wurdest du gerade gegrabbt? Nein, er hat mich niedergeschlagen. Ich höre gar nicht mehr diese Schlaggeräusche. Man hat es doch immer gehört, egal wo man auf der Map ist, oder? Nein. Ich höre das nicht mehr. Wenn jemand auf den Boden fällt, dann ist es doch immer so ein Geschrei, so, oh! Und das hat noch alle immer gehört. Nee, das hat man nur in der Nähe gehört. Ach so. Wo ist der Killer? Oh mein Gott, der ist bei mir. Okay, ich hole sie. Vielen Dank. Mal gucken, ob ich mich jetzt wieder heilen darf und er sofort wieder neben mir steht. Okay. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich denn renne. Okay, ich kann einfach wieder zum Gen zurück. Super. Hilfe, Hilfe. Tot. Du bist doch nicht tot. Ist mein Heal-Totem weg? Ja, dein Heal-Totem ist weg. Ich bin halt am Arsch der Welt, muss ich sagen. Ich versuch dich zu holen. Falls er nicht campt. Campt er? Ich sehe ihn nicht, nein. Kann sein, dass er ja, er ist hinter mir. Dann kommt er nicht. War ja klar. Oh, Killer betäubt, geil. Wie hast jetzt, du wo ich nicht brauche. Wie hast du die denn jetzt betäubt? Mit einer Palette? Oh, ich brauch Killer betäuben. Ich schaff das immer nur, wenn ich es nicht brauche. Ja, ist bei mir genauso. Oh mein Gott! Warum rennt er an dir vorbei? Keine Ahnung. Der ist vorhin auch schon an dir vorbei gerannt. Der rennt bei mir immer vorbei. Da will ich nicht. Der hat keinen Bock auf mich. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt hat er meinen Gen geknallt. Eventuell haben wir Glück. Eventuell haben wir Glück. Oder hab ich Glück und das zählt als Betäubung.
Aber ich befürchte, es zählt halt nicht als Betäubung. Oh, und der Gen geht jetzt natürlich wieder auf 0 runter, ne? Aber ihr beide seid nicht tot, das ist gut. Noch nicht. Noch nicht, richtig. Wollte gerade sagen, hier hinten kannst du dich heilen. Ich warte noch, bis er abhaut. Geh zum Totem und heil dich vielleicht. Ja. Oh mein Gott, war das knapp. Ich versuche hier das, den Gen weiterzumachen. 50%. Alter, war das knapp. Mama mia. Warum? Aber der taucht immer so auf, ne? Man hört nichts und dann steht er auf einmal vor einem. Warum hilfst du nicht einmal hier, Dead Hawk? Weil ich immer entkommen bin. Weil er mal an ihm vorbeirennt. Nein, ich bin entkommen in der Jagd. Ja, ja, und er rennt 20 Mal dir vorbei. Ja, ich bin jetzt tot, Leute. Das hast du aber auch schon 20 Mal gesagt. Er schafft hier. Ansonsten, du kannst dich hinten heilen. Ja, es bringt mir nichts, wenn er mich verfolgt. Wo bist du? Renn gerade dahin, wo der Gen gemacht wurde. Ja, mach. Ja. Ah, ist scheiße. Jetzt nimmt er mich, glaube ich, mit, oder? Nee, er muss mich erstmal töten. Scheiße, Mann. Hier sind keine Pellets mehr, ne? Ich hab die Pellet gedroppt, Mann! Ich hab die Taste gedrückt. Scheiße. Wenn ich Glück hab, schaffe ich noch den Gen zu machen. Hol dich dann. Mann, das nervt mich. Ich hab eigentlich die Pellet gedroppt. Das muss ein Leck gewesen sein. Er ist direkt da wieder. Klar. Nichts anderes erwartet. Ich weiß absolut nicht, wo die Ausgänge sind. Er ist hinter dir. Hau ab. Du kannst dich nicht selber heilen und hast nicht mal eiserner Wille dabei. Nee. Richtig scheiße, ne? Die Kombi. Also, wenn man Selbstheilung nicht dabei hat, okay, du hast halt das Totem dafür, aber als dann will. Ja, nee, das ist. Ich merk's auch, dass ich durch eiserner Wille ständig entdeckt werde. Also, dass ich dich jetzt nicht eiserner Wille mit hab, so rum. Ich wollte gerade sagen. Er campt, oder? Nee. Oder doch? Ja! Er ist genau vor dir. Nee. Hast du den Ausgang aufgemacht? Nee, ich hab mich gerade erst gehalten. Ja, dann mach doch einen Ausgang auf. Oder hol mich. Ja. Okay, dann werden wir jetzt wohl beide sterben. Was war das denn? Hol mich doch. Ja, gut. Opfer dich für Brownie. Nee, jetzt sind halt beide tot. Ja. Die war gerade noch nicht. Nee, sie hatte gerade noch keinen Hit, aber hat den Hit bekommen, weil sie zum Killer gerutscht ist mit der Pellet. Ja, ich hab's gesehen. Ja, war halt eine blöde Situation da. Alright. Eine Sackgasse, oh mein Gott. Jetzt bist du so oder so tot. Scheiße. Du
könntest dich noch rauswickeln und in die Luke rein. Hab's auch, ich bin Gott. Nee. Ja, grad eben schon. Wir sind alle dreist gestorben. Alles deine Schuld, Pony. Oh, das zählt. Toda, falls du noch da bist. Es zählt immer noch. Betäube den Killer, habe ich 2 bekommen, weil er 2-mal den Gen geknallt hat. Mit meinem Dingens. Scheint tatsächlich noch zu funktionieren. Statt das Heilen nehme ich jetzt einfach lautlos mit. Müssen wir uns halt gegenseitig einfach heilen. Machen wir ja eh immer. Machen wir eh. Naja, du bist eher Anti-Mate und rennst lieber weg, anstatt zu heilen. So. Kann man bereit drücken? Ja, ich muss ganz kurz noch eine Mission dingsen. Und ich hole mir jetzt wieder schnell einen Eistee aus dem Kühlschrank. Immer den gleichen Weg raus. Ich werde mir nachher, glaube ich, Milchreis oder Grießbrei machen. Schön mit Apfelmus. Oh nee, also meine Oma kann voll gut Milchreis machen. Ja, ich aber auch. Das kann ich nicht essen. Ich kann auch richtig gut Milchreis machen. Oh Gott, es ist kalt und gerade mit blassen Haaren. Diese Fertigpackungen. Einmal aufwärmen. Ja, auch. Super lecker. Nee, meine Oma macht das ohne. Also meine Oma kocht Reis, also macht das halt selber. Aber ich glaube, Milchreis, da ist kein Reis drin. Nee, gar nicht. Nee, oder? Doch klar, bist du blöd. Das heißt doch Milchreis, weil der Milch und Reis ist. Ja, und Milchnudeln sind echte Nudeln, oder was? Oh Gott. Ja. Bitte kann nicht einer irgendwie schlagen oder so mit dieser Aussage. Ja gut. Für die Aussage müsstest du echt total bescheuert bekommen. Also wie kann man... Klar ist Milchreis Reis drin. Okay. Nichts okay. Du machst mich gerade wieder aggressiv. Ich wollte Spaß haben, mich nicht aufregen. Aber in Weingummis ist kein Wein drin. Oh. Und in Gummibärchen sind auch keine Bären. Es tut weh. Ja, da ist auch kein Gummi drin. Ja, eben. Und deswegen. Bei dir, Brownie, ein Mensch sollte eigentlich ein Hirn sein. Bei dir ist auch kein Gehirn drin. Das haben sie vergessen damals. Ja, das haben sie scheinbar echt vergessen. Da ist doch kein Reis drin. Oh nee. In der Wasserflasche ist auch kein Wasser drin, oder was? Gott. Ach nee. Milchreisboiler. Oh, mein Eistee schmeckt jetzt nur nach Minze. Können wir nicht die Zähne putzen sollen? Ja, die Xbox ist so gut, ne? Da kommen ständig coole Spiele in den Game Pass kostenlos rein. Glückwunsch. Ja. Aber wer? Was wer? Wer gefragt hat. Niemand. Ja, merkst du. Heute bist du aber auch echt, ne? Also ich schick gleich deinen Vater wieder in dein Zimmer rein. Nee, der geht jetzt ins Wohnzimmer mit dem Hund spielen und dann macht er sich was zu essen und dann legt er sich ins Bett. Wie, das ist sein Tag? Mit dem Hund spielen, schlafen? Nee, der steht morgens auf, frühstückt, geht aufs Klo, geht mit dem Hund raus, schreit den ganzen Tag bis mittags, legt sich dann, macht ein Mittagsschläfchen, guckt dann Netflix, geht dann mit dem Hund Gassi, gibt den was zu essen, raucht, spielt mit dem Hund. Und worüber schreit er den ganzen Tag? Über dich? Nee, verschiedene Dinge. Manchmal wegen meiner Mutter, manchmal weil er ein bisschen blöd ist. Und manchmal wegen mir. Und nur selten wegen mir natürlich. Ich meine, das ist der Doktor und der kommt direkt auf mich zu.
Dann. Doch nicht. Schade. Doch. Schade. Super. Doch nicht. Schade. Oh, er hat zum Glück den falschen Perk eingesetzt. Dings, seine falsche Attacke. Sonst hätte ich jetzt aufgeschrien, weil ich genau neben ihn stand. Och, zum Glück habe ich Seenroh dabei. Zum Glück. Der ist echt. Ist der blöd? Der ist irgendwie schon ein bisschen komisch, ne, der Killer. Ja, der hat ja gerade sein Elektro-Dingsbums da benutzt. Ich hab aufgeschrieben. Ja, ich glaube, er hat das Spiel zum ersten Mal. Weil er benutzt ständig die ganze falsche Attacke. Er ist nicht gut, aber ich bin schlechter. Ja, nee. Also, wenn er einen Kill bekommt, dann ist er besser als du heute. Tatsächlich. Ist das denn ernst? Halt mich! Kannst du mal bitte nicht da stehen oh bleiben? Oh nein, ich nicht weg. Ich suche ein Totem, um das zu blenden. Glänzen? Glänzen? Ja, du hast es nicht aber mehr dabei. Ich habe es gar nicht mehr dabei. Siehst du, das passiert, wenn man ständig Dinge wechselt hier. Ja. Okay, der Killer ist echt lost. Das spielt wahrscheinlich. Und deswegen habe ich meine festen Perks, die ich nie ändere. Ich auch normalerweise. Wenn ich jetzt sterbe, dann war das nur, weil ich den Gen durchgezogen habe. Nein, nein, du stirbst nicht. Doch, hier ist direkt ein Haken. Ja, aber du kannst doch noch zweimal. Du kannst doch noch zweimal hängen. Ey, der rafft nicht, dass hier ein Haken ist. Das habe ich aufhängen müssen. Ja, dann driggle, druggle. Riggle, druggle. Ich hab gewiggle, druggle. Oh, hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Er hat mich gesehen. Ja, dich kann er ja sehen. Wenn ich jetzt sterbe, dann nur, weil ich den Gen gemacht habe. Klar. Mach mich rein. Dankeschön. Ey. Dankeschön. Hier, nee, wenn es einer der Orten spielt mit Mustafa. Oder? Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so ein Anti-Mate wie Brownie. Ja, Brownie würde sagen, nein, mach einen Gen. Warte mal, wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Ich hab ihn verloren. Gut, die ganze Runde hast du wieder nichts gemacht. Sehen, der ist beim Berg und hat den Gen geknallt. Wer, du? Och, jetzt kommt der schon wieder zu mir, Alter. Hä? Der hat daneben geschlagen und ich bin umgefallen. Das ist ja merkwürdig. Hol dich einmal? Nee, er ist halt die ganze Zeit. Ich kann ihn nicht holen. Mustafa? Ja. Nee. Der Killer ist bei Brownie am Haken. Ah. Ich bin genau daneben, aber er sucht halt hier alles ab. Ich weiß nicht warum. Aber der hat safe irgendwas dabei, damit der holt mich jemand in der ersten Phase noch? Ich kann dich nicht holen. Er steht genau vor dir. Siehst du ihn nicht? Er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, jetzt ist mir egal. Stirb halt. Ganz ehrlich, ey. Alles gut, alles gut. Ich hab alles mitgekriegt. Er stirbt ja und dann sagt, oh, alles deine Schuld. Ja, ist mir egal. Ganz ehrlich. Ihr seid am Schreien. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ist mir egal. Nein, einmal kann ich noch. Ein Try habe ich noch. Nicht ganz, nicht gleich.
Mustafa, komm her. Ja. Ich glaube. Nein, er will doch nicht. Ich glaube, er hat irgendwas dabei, dass er halt mitbekommt, wenn jemand in der Nähe ist. Weil jetzt auf einmal geht er ja auch weg. Oh, schrei erstmal. Ja, ich muss mich erst beruhigen. Sonst schrei ich die ganze Zeit. Oh, ein Gender. Okay, ich bin fertig. Danke dir. Kommt zu euch. Oh, beziehungsweise. Ja, er kommt zu euch. Achtung, Achtung. Ja, er kommt hinterher. Er hat mich verloren. Er hat mich gefunden. Na, beim Doktor ist halt Seelenruhe halt Gold wert. Wo ist denn noch ein Gym? Hier ist einer. Ich bin mitten im Weg und beruhig mich erstmal. Ich bin tot. Das hat leider nicht gereicht. Trotzdem danke. Hä? Ach so, jetzt muss er dich woanders hin tragen, stimmt. Ja. Na, der wird jetzt zu mir kommen wahrscheinlich. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie kommst du so vor, dass bei dem neuen Wegen, was drin ist, dass es länger dauert. Ja, aber. Ja, das dauert mir wurde gesagt, wenn du alles triffst, dauert es sogar eine Sekunde weniger. Wenn du alles perfekt triffst. Ja, wenn du perfekt triffst. Ja, aber mir kommt es auch so vor, als ob es länger dauert. Kannst es ja wieder umstellen und dann gucken. Aber hey, bis jetzt sieht's gut aus. Ich bin tot, so gut sieht's jetzt gar nicht aus. Ja, du bist auf dem Boden. Das ist ja gut. Aber Mustafa lebt noch, das ist wirklich gut. Ja, sag ich ja. Sieht gut aus. Aber jetzt noch. Hey, du hängst ja noch nicht. Junge, sieht den Tod jetzt drum. Nee, ich lass dich nicht sterben. Und wenn ich mich dafür opfern muss. Ah, ich hätte schreien müssen, tut mir leid. Ach, alles gut, ich kann mich selber heilen. Aber er kommt. Dann mach ich ihm einen Ausgang hier auf 99 und hol dann Mustafa. Ja, er ist bei mir. Ihr schafft das. Ich war da schon drüber. Ach komm, ey. Jetzt nicht richtig in den Keller kommen. Komm ich hier durch? Ja, ich komm jetzt auch in den Keller. Geil! Also. Danke. Raus. Oder so natürlich. Oh mein Gott, das war so knapp. Uff. Ich dachte ehrlich, wer will dich scheißen? Wo ist eine andere Ausgang, das hier irgendwo da hinten, da wo du hinläufst? Ich versuche ihn auch auf 99 zu machen. Hey, lauf mal zu dem einen Ausgang. Ich weiß nicht, wo die Ausgänge sind. Ich laufe gerade einfach erstmal, um von ihm wegzukommen. Ich habe einen Ausgang gesehen. Soll ich schon aufmachen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob das der ist. Ich habe jetzt einen aufgemacht. Ich renn einfach. Nein! Egal, ich renn zum anderen, mach den auf. Ja, der ist offen, aber. Und beide offen schon. Ja, ich lieg halt genau davor.
Sad life. Naja. Holt er dich? Er ist bei mir, ja. Du musst das vor mir rennen. Oder wir machen beides, wir können beides theoretisch machen. Weil jetzt geht er noch mit. Ja, jetzt ist eh vorbei. Schaff's. Los. Schaff das. Los. Ja. Ja, das war eine perfekte Runde. Ja, Frauni hat sich geopfert, wir sind alle entkommen. Hä? Deshalb geht's ja gar nicht. Ja. Sehr gut. So eine Runde jetzt nochmal und dann habe ich meine Aufgabe fertig. Was hast du für eine Aufgabe nochmal? Es müssen 4 Spieler vor mir aus der Prüfung entkommen. Ah, ich bin im Himmel. Was denn da passiert, Monaco? Nico? Hast du illegale Substanzen genommen oder was? Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Warum? Wie, warum? Weiß ich doch nicht. Ist halt eingeschlafen. Ja, aber der schläft doch nicht einfach so ein. Ja, doch. Eigentlich nicht. Ja, doch, schon. Nee. Doch, bei mir schon. Sitzt du im Schneidersitz? Nee. Ich kann gar nicht auf die Schneidersitz sitzen. Wieso? Sind deine Arme zu kurz? Nee, mein Knie. Deine Beine? So. Bitte was? Nee, mein Knie tut dann weh. Meine Arme. Ach so. Ja, meine Arme. Aber du sagst halt auch einfach selbstverständlich nein. Meine Arme sind lang. Das ist schon mal genauso blöd wie in Milch. In Milchreis ist kein Reis drin, ey. Ja. Genauso, Brian, genauso in Wasserflaschen ist ja auch kein Wasser drin, weißt du? Das ist Luft, was da drin ist. Ja, klar. Die gute Luft. Die gute Bergluft. Genau. Schauen, die trinkt die ganze Zeit Luft. Naja. Oder Wodka. Nee, Wein. Er trinkt lieber Wein. Falschen Charakter aus. Oh nein, ich auch! Ich hab noch Detective Tab dabei. Oh, weil ich ihn gerade geskillt habe. Ja, bei mir auch. Gott, nein. Oh, und du hast ihn auch mit. Ich hab bei ihm keine Selbstheilung, nichts. Ich hab was, aber nur Schwachsinn. Ach Mann, ey. Wir schaffen. Wir haben einfach direkt schon verloren. Wir gewinnen. Axelat. Na, aber ich muss sagen, zum Gewinnen, da fehlt ja nicht viel. Da muss ja nur Brownie tot sein am Ende. Ja. Ja. So, dann haben wir schon gewonnen. Dann gewinnen wir easy. Warum geht denn die Runde besser, wenn ich nicht lebe? Weil du, Weil wir uns gegenseitig heilen. Dann heilt euch doch gegenseitig, auch wenn ich lebe. Nee, aber du spielst ja... Tut einfach so, als wäre ich nicht da. Nee, geht ja nicht, weil du lockst ja den Killer zu uns. Achso. Deswegen, wenn wir mit dir spielen, brauchen wir eigentlich keinen Gegner mehr. Du bist unser Gegner halt. Dieses selbstverständliche. Ach so. Ach so, so funktioniert das Spiel also. Wie spät haben wir es eigentlich? Schon so spät. Schlafenszeit.
Ich muss echt überlegen, ob ich noch kurz einkaufen gehe. Jetzt sucht er sich die Ausreden. Naja. Ja. Wow, ich hab halt wirklich nur Scheiße. Ich hab nur seine Perks dabei. Ja, dann kriegst du gleich eine Trophäe, wenn du entkommst. Hab ich schon. Ja, sehr gut, dann. Hab schon alle Überlebenden. Kannst du sterben gehen? Ey. Im Spiel natürlich nur. Mhm. Oh, nee, darf sterben. Ey. Da ist auch keiner was. Ja, verdient. Wer ist der Killer, Noemi? Ghostface. Schon wieder Ghostface. Alles nur wegen Scream 5. Nee, alles wegen dir. Es war eine Millisekunde nicht mehr entkommen. Tja, jetzt mal die Fähigkeitschecks bestanden. Holt dich jemand? Nee, doch, muss doch mal kommen, glaube ich. Wenn er nicht gejagt wird. Wirst du gejagt? Danke. Würde ich finden, weil ich kann mich gleich mit einem Medkit teilen. Scheiße, es tut mir leid. Mach nicht. Ich krieg mich wahrscheinlich jetzt auch wieder. Ja. Du schaffst es. Hab's leider nicht geschafft. Siehst du, Frau, nicht spielen wir wieder. Mit dir verlieren wir wieder. Wir haben gerade zwei Gins gemacht mit mir. Ja, Mustafa hängt jetzt wieder am Haken wegen dir. Ja, das wegen dir. Ihr habt doch ein Rad ab, ey. Nee, wir stimmen uns halt einfach nur alle zu, dass halt du einfach der Faktor bist, dass wir halt immer sterben. Killer kommt. Er ist hinter mir. Ja, nicht zu uns. Ja, ich muss doch erstmal wegrennen. Ich war halt noch hinter dir. Manchmal denke ich mir auch, mit wem spiele ich hier zusammen? Oh, nee. Ich spiele DVD nicht erst seit gestern. Scheiße. Ja, wer von uns beiden liebt? Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Boah. Hier ist ein Totem, was anderes. Es gibt übrigens neue Emotes. Alle, die es noch nicht wissen. Ich kann nicht oft genug Werbung machen. Wenn ihr hier Subs seid, habt ihr diese grandiosen Emotes und könnt sie überall benutzen. Auf ganz Twitch. Vollkommen gratis. Aber möchte man das? Ja, klar. Oder? Gerade der erste ist ganz geil. Eigentlich sind alle ganz geil. Achtung, Achtung, der ist auf dem Berg, der steht auf dem Berg. Irgendjemand läuft gerade zu Frau. Ja, ich hab ihn enthüllt, ja, ich weiß. Siehst du, ich bin Chico. Ja, aber wenn sie es in deinen... Oh, schick, Mörder. Wo ist der Mörder? Moin. Wo ist der Keller? Ist der in der Mitte? Nein. Was ist das denn jetzt? Oh nein, aufgezehrte Hoffnung. Das ist da, wo ich lag. Ich will ja da eigentlich hin, aber er ist halt die ganze Zeit da. Wo war das? Der ist halt die ganze Zeit hier hinten. Da, wo du hängst, ist es dort? Ich bin tot. Ja, aber ist es tot und dort, wo du hängst? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Wurdest du da aufgehangen, wo ich aufgehangen wurde?
Wo wurdest du aufgehangen? Oh. Da, wo ich zuerst aufgehangen Mann! Da, wo ich aufgehangen wurde. Ja, weißt wo du zuerst aufgehangen wurdest, ja. Ja, da wurde ich auch aufgehangen. Gut, dann ist es da. Ja, da ist das Totem. Ich gehe hin. Er rennt auch gleich wieder zum Totem hin. Och Mann, jetzt hängst du ja auch dort. Naja, nee, nicht ganz da. Er kämmt das Totem ab. Ich mache jetzt das Totem erst. Ah, cool. Er kämmt das Totem. Ja, klar. Deswegen gewinnt er jetzt, weil er das Totem abkämmt. Ja. Und die Entwickler sagen, ja, das ist so. Das ist total broken, die Spielmechanik hier. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab mich freigewickelt. Aber er kann mich one-hitten. Oh, jetzt geht er zurück zum Totem, statt mich zu verfolgen. Ja, klar. Hä, da machen wir jetzt einfach 3 Gens. Let's go. Total dämlich. Wenn wir uns gegenseitig heilen, geht das übrigens 200% schneller. Ja, ich konnte dich gerade nicht heilen. Ja, dann lass ihn halt da beim Totem campen. Wir machen jetzt einfach 3 Gens. Am besten gleichzeitig. Macht überhaupt jemanden Gen? Ja. Ich hab dich gerade geheilt. Achso, und was machst du jetzt? Gen? Perfekt. Ich guck mir jetzt die Map an, weißt du? Mörder. Super Mörder. Warst du beim Totem? Nein. Ich glaube, das schaffe ich aber nicht. Nee, der geht jetzt zum Totem wieder. Er geht zurück zum Totem. Ja, eben, ja. Hau ab. Du hättest einfach deinen Jetten weitermachen können, dann wäre der jetzt fertig. Nee, nicht mal ansatzweise. Also ich habe jetzt gerade 50% gemacht. Ich gehe jetzt Mustafa holen. Einer muss. Wie lange nimmst du noch, Pony? Ich werde irgendwann rausgehen, um nochmal einkaufen zu gehen, denke ich. Weil morgen Sonntag ist. Wann halt? Und danach werde ich dann nochmal, also ich komme später nochmal rein und spiele Horizon. 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 Warum fragst du? Warum? Ja, er war bei mir nicht mal zu sehen. Ach komm ey, dieses Spiel manchmal. Warum fragst du? Er hat einen Marius sogar. Ja, weil er aufgehört hat Hoffnung halt, ne? Ah, ja, stimmt. Ja, weil ich um 20 Uhr telefoniere. Ja, weil du telefonierst immer Mittwoch, dachte ich. Hat er dich gemurrelt? Ja, aber nicht mit. Ja, wegen offizieller der Hoffnung. Ach so. Ich telefoniere nicht mit meinem Freund. Ja, aber er kämmt einfach dieses Dreckstotem, ne? Ja. Er war auch wirklich sofort wieder beim Totem. Ich hab den in einer Anstatt angefangen gehabt, aber. Was sagen wollte, Frauen, ich telefoniere nicht mit meinem Freund. Wir brauchen uns nicht heilen, weil ihr tötet uns ja eh One-Hit. Oh! Ich meine, hab ich mich gerade erschrocken? Sorry für den Schrei. Oh, Alter. Er stand auf einmal einfach vor mir. Ja, und jetzt wird er halt dir. Ja, und jetzt ist halt Ende so. Total dämlich. Doofes Spiel. Ja, das ist. Oh, nee, das wäre erst sterben schon. Arsch. Was mit Aufgaben? Was? Aufgeben? Hä? Ich hab den Gegner nicht gestunt, Mann. Ich weiß nicht, wo die Luke ist. Hä, als ob man dich nicht sieht. Er ist halt ein richtiger Noob, Mann. Ja, er campt, ja, die ganze Zeit hat er immer nur drauf gewartet. Er hat einfach nur das Totem gecampt und das war's. Ja, eben. Das Schlimme ist, es stand halt auch an so einer richtig assi Position. Oh, ich hab leider nicht.
Kämpft er jetzt das Totem weiterhin oder was? Nee, das Totem ist ja geradeaus. Er sucht dich, aber er findet dich nicht. Da ist die Luke. Die Luke, oh mein Gott. Na gut. Nicht sein Ernst. Trotzdem sieht er dich nicht. Er sieht mich nicht. Ja, aber ich kann eh nichts mehr machen. Du schaffst es. Och Mann, schade, dass ich die Luke nicht gekriegt habe. Hey, warum gehst du nicht zu irgendeinem Punkt, wo der Haken am meisten entfernt ist und dann kannst du dich vielleicht noch rausregeln? Ja, wo ist denn hier ein Punkt? Rausregeln. Ja, der wird mich nicht finden, weil er einfach ein Loop ist. Ich wollte gerade sagen, dann müsste er ihn aber auch erstmal finden. Du schaffst es. Oh, er hat es geschafft. Ah nee, stimmt. Das ist so lächerlich, dass er dafür auch noch jetzt belohnt wird vom Spiel. Ah, die Animation war cool. Der Abgang war cool. Hey Christian, mache ich. Alles klar. Danke dir. Wann habe ich ihn denn betäubt? Ja, scheinbar habe ich ihn betäubt. Ach so, stimmt. Das meintest du vorhin. Ich bin ja runtergewickelt. Da habe ich ihn einmal betäubt. Gute Runde. Naja. Ich bin jetzt Tier 11. Ich glaube Tier 4 oder Tier 3. Und jetzt gleich auf jeden Fall. Gleich auf jeden Fall Figur wechseln wieder. Also 20 Uhr mache ich aus. Wenn du bis dahin noch spielst. Wie spät ist es? 19 Uhr. Okay. Dann mache ich 20 Uhr aus, gehe kurz einkaufen, essen und 21 Uhr oder so streame ich nochmal Horizon Story DLC. Ich dachte Platin. Gehört ja zwangsmaßen dazu, weil du musst ja bis Level 50 leveln und dann brauche ich ja immer noch alle Talentpunkte. Wie kriege ich die überhaupt? Indem du Erfahrungspunkte bekommst, kriegst du Level und dann kriegst du die Punkte. Also ich level gesagt, sozusagen weiter. Wie gesagt, du musst halt nicht alles, was du da siehst, leveln, weil da sind halt auch DLC-Sachen bei. Ach so. Deswegen musst du halt so gesehen, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt 50 brauchst, um alles zu leveln. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss wahrscheinlich alles leveln, außer die letzte Reihe. Aber dafür ist es schon zu spät. Ich glaub, die letzten zwei Reihen sogar. Also ich bin jetzt Level 51 und hab alles komplett. Also ich glaube, du musst gar nicht Level 50 sein. Ich hatte, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Punkte oder so, die einmal ich vergeben bereit konnte. Drücken. Ja. Okay, gucke ich einfach im Stream nochmal nach dann. Was wollte ich denn machen? Ich wollte meinen Charakter wechseln. Aber ich kann ja, während ich level, quasi das DLC schon anfangen. Da muss ich halt nur noch diese Panorama noch machen und dann bin ich, glaube ich, fertig. Glaube ich, weiß nicht, vielleicht. Ich würde an deiner Stelle die Sammelsachen zuerst machen, weil sonst machst du die gar nicht. Ja, es sind ja nur noch 3 Panorama, 2 Lamas und dann die Lama-Attrappen muss ich, glaube ich, alle machen. Ne, du hast doch schon welche gehabt. Aber ja, aber ich weiß nicht welche. Richtig. Deswegen hole ich mir einfach einmal so eine Skizze oder so und dann gibt es ja bestimmt eine Map oder so. Ja, klar. Wo dann Zahlen dran stehen, wo wie viele Lamas sind. Es gibt sogar eine interaktive Map tatsächlich. Wo du dann gucken. Ich glaube, da kannst du sogar abstreichen, welche ja, du hast. Ja, das brauche ich nicht. Das mache ich ja alles in einem Run. Aber das Gute ist, ich kann zu den ganzen Lamas schnell reisen, ne? Weil die alle nicht außerhalb eines Schnellreiseports sind, außer vielleicht die ersten Lamas. Ich glaube, ja. Hä? Hast du gerade was gesagt? Nö. Hat sich's angehört. So ganz leise im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob der richtige Charakter ist. Ja, stimmt. Aber ja. Ist bei mir auch da.
ich wusste gar nicht, dass die doch so krass verteilt sind. Wer? Die Attrappen. Horizon Lama Attrappen. Krass. 23 Attrappen muss ich niederschlagen. Ja. Oh, es gibt ein Video davon, super. Es gibt, ja, es gibt eine interaktive Map, die ist nice. Da kannst du alles ausblenden und siehst dann halt zum Beispiel nur die. Ja, dann kannst du mir die schicken. Ansonsten, ich wollte eigentlich nur so eine Karte mit einem Bild. Ah, hier. Ich glaube, ich hab's. Nee, Energiezellen ist was anderes. Ah, hier, alle drei. Downed 23 Grazer Dummies. Ich glaube, das ist es, ne? Ja. Ist das jetzt ein. Ja, man soll sich dafür registrieren, ist das eine Scheiße. Track your progress. Ich glaube, das ist irgendwie so ein interaktives Ding, ne? Boah, es ist kompliziert. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Es ist doch nicht kompliziert. Nee, ich meine jetzt eine Karte zu finden, mit der man vernünftig arbeiten kann. Ja. Gib dann einfach mal ein Horizon Interactive Map und dann kriegst du die schon. Es gibt nur eine richtig gute, die dir eigentlich immer angezeigt wird. Die ist sehr gut. Da kannst du auch reinzoomen und kannst genau gucken, wo die da sind. Ah, ich muss. Ich geh. Hä, was machst du, Mustafa? Was musst du? Wohin gehst du? Was? Hä, hallo? Ja, ist gut. Ich mach die Truhe unten auf, weil ich muss Truhen öffnen. Okay, hier ist gerade. Wer ist der Killer? Hallo? Der Clown. Nö. Ich hab ihn voll gestunt. Ich hab auf jeden Fall jetzt die Mission. Weggehen oder? Teil so mal jetzt weggehen. Ach ja, ihr wartet auch, ja? Ich hab auch gewartet. Oh cool, ihr macht nix. Nee. Ihr seid da zu dritt und macht nix, geil. Richtig, wir sind gerade Ultimate, wir spielen gerade wie du spielst. Ja, die ganzen Generatoren hier sind halt blockiert. Ich hab den Killer abgewendet, damit ihr jetzt 5 Gens machen könnt. Die sind, ja, geht ja gar nicht, weil hier alleine schon 3, die ich gerade gesehen habe, sind alle blockiert. Ich hab sogar einen Gen schon angefangen da hinten. Da geht er jetzt hin und knallt ihn. Nee. Der ist jetzt auf Null. Hast du gut gemacht, Mustafa. Das war 1:1 Brownie. Ja. Gut, ich gehe. Tschüss. Tschüss. Das ist sogar der hässliche Clown, dieser komische Typ. Oh, genau zu Phase 2 holst du mich runter. Es tut mir leid, ich wurde verfolgt. Ey, ja, aber eine halbe Sekunde schneller, das ist so ärgerlich. Ja, es tut mir sehr sorry. Also ich bin nicht wegen dir genervt, sondern wegen der Phase. Dass es so ärgerlich ist. Hallo? So. Diese halbe Sekunde hat darüber entschieden, ob ich nochmal hängen darf oder nicht. Ja. Das ist sehr entscheidend. Nee. Aber hey, wenn du als erstes stirbst, dann haben wir wenigstens eine Chance.
Du musst es auch positiv sehen. Was ist darin positiv? Oh, er kommt genau hierher. Renn am besten schon mal weg. Drei gewinnen und du halt verlierst. Kommt genau hierher. Woher wusstest Hallo. Du das? Hallo! Weil ich ihn gesehen habe, weil ich gerade retten gehen wollte. Der kam genau auf mich zu. Hallo, Mustafa. Hallo. Dankeschön. Bitte. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Muss für 5 Tage Essen einkaufen. Achso, ich dachte, du lernst gerade Kochen. Ja, ich dachte auch. War noch perfekt. Erzählt. Ich kann mit dir auch Französisch sagen, oder? Lani, Mardi, Mekredi. Warte mal. Ja, da hörst du schon auf, ne? Ja, bei. Ich weiß nicht, was. Dafür, dass du den Killer hier noch. Vielen Dank. Du bist ja echt eine Bombe. Für die Blumen. Warum stirbst du nicht einfach? Weil ich sterben würde, wenn er mich hochhebt. Ja, das will ich ja. Warum willst du das? Weil wir dann gewinnen. Du spinnst ein bisschen. Nee, ich red Fakten. Guck mal, Mustafa spielt jetzt richtig gut auf einmal. Der wird nicht einmal gejagt. Ja, dafür stirbst du. Boah, was ist denn mit der Textur des Baumes hier? Ist ja total verpixelt, sicher jetzt erst. Und dein Arschi? Nee. Der Killer ist bei mir. Er ist im Haus. Ja, er hat mich gesehen. Ja, natürlich hast du mich gesehen. Ah, das ist ein Schwammer. Dein Ernst? Doch nicht hierher! Ich hab nicht gesehen, dass da jemand sitzt. Ich wollte nur von dem, der hängt, weg. Du hast nur den ganz lauten Jen gehört, ne? Den hab ich tatsächlich gar nicht gehört. Hä? Weil ich Killermusik hatte. Ah. Ich rush jetzt die ganzen Gens für euch. Ich hab einen Cheat aktiviert, ein Cheat-Modul. So. Kappa. Oh, auch noch Keller. Geht jemand in den Keller? Ich bin leider verwundet und one-hit. Der Glas geht doch nicht AFK. Boah, was? Der Jen ist wieder bei null. Hat der Pop mit? Ja, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Alter, der ist einfach komplett runter. Wo ist ja gar keiner bei mir in der Nähe. Doch, ich kann ja, nicht. Ich bin verwundet und bin one. Dingens. Von dir kenne ich das nicht anders. Ja, Mustafa kommt gerade. Der Killer stand, ich weiß, der Killer stand ganz knapp. Gut AFK. Oh mein Gott, war das knapp. Danke. Bitte. Wenigstens habe ich nochmal die Chance, nicht so grauen. Ich bin tot. Sehr schön. Dankeschön. Gut. Scheiße. Kaum haben wir Pony wieder. Viel kaum verlieren. Merkt ihr das? Das war's. Aura, danke für den Schluck. Jetzt haben wir nochmal die Chance. Ja. Ich mach grad einen Gen, der ist bei 60%. Ich heile mich. Das ist gut. Aber ich glaube, er hat auch Barbecue mit. Weil vorhin hat er irgendwie aufgehangen und er kam sofort auf uns zu. Ja, der wird Barbecue dabei haben. Und Pop. Ja.
Wir haben keine Chance. Achso, dann hat er noch das, dass die Gens gesperrt sind und keine Ahnung was noch. Am Anfang, dass sie gesperrt sind. Ne, die am weitesten weg sind. Aber er kommt schon wieder genau auf mich zu kommen, ey. Ist doch nicht sein Ernst. Scheiße. Habe jetzt sogar daneben geschlagen. Herr Jens ist auf 80. Der in der Mitte, ja. Und der da hinten war auch schon auf 80. Achso, der ist an. Hau weg. Wir schaffen es. War nicht tot. Aber ich bin auch recht tot. Der Gen im Haus ist schon fast fertig, Ryan. Eisern. Warum ausgerechnet von der anderen Seite? Glaube ich. Oh nein, der wurde getreten. Scheiße. Ah, du bist tot. Scheiße. Er jagt, glaube ich, jetzt Mustafa. Nee. Er ist weg. Vielleicht ist er gerade im Haus drin, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen, Wissle, und guten Abend nochmal, Aura. Wir werden gleich nochmal den Stream beenden. Ich werde schnell fix einkaufen, was zu essen machen. Und dann werden wir abends nochmal ankommen und ich denke Horizon spielen. Hatte ich nicht gesehen. What the fuck? Nein. Lass mich. Lass mich nur. Ich geb dir 5 Euro. Würd sie nehmen, sag ich euch ehrlich. Ich mag das neue Pokémon. Ja, Grafik ist scheiße, aber holy, ich liebe die Story und das Gameplay. Das ist ja cool, Aura. Das ist cool. Ich habe gehört, die Story geht so 20 bis 30 Stunden. Und dann kann man aber trotzdem noch alles sammeln und so. Also normal, ne? Ich weiß gar nicht, wie es bei Schwert Schild war. War, glaube ich, auch so 30 Stunden. Sorry. Ja? Fehlt noch ein Level. Ben. Ich bin für 200. Ja, aber ich will das machen. Ich will das machen. Lass das mich muss das muss ich nachher gleich machen. Nein, hör auf, bitte. Aber es ist nur noch ein zwei Runden oder so spielen wahrscheinlich. Nee, da fehlen noch gute XP. Deswegen, wenn ich morgen die Aufgabe mache. Dann ist es da. Aber dann, wir müssen trotzdem weiter leveln, damit wir genügend Sterne haben für The Rock dann in 6 Tagen. Ja. Also ja. Immer weiter spielen jeden Tag. Dann ja, haben wir. Mal. Weil wir brauchen für The Rock noch Sterne, glaube ich. Nö. Normalerweise nicht, ich bin schon. Geh doch! Bleib doch nicht hier! Ah, okay. Gucken wir dann einfach mal, wann, wenn sie rauskommen. Warum bleibst du denn hier? Wolltest du nicht einen anpassen? Ja, aber es bringt ja nichts, wenn er sofort wieder da ist. Let's go. Ran an ihn, Jen. Ja, dann ist er gleich komplett runter. Stimmt. Du musst ihn antippen. Nein, du musst ihn antippen. Tipp ihn an. Ja, Pop, aber er tritt ihn doch sowieso gleich wieder. Ja, aber Pop wird immer nur aktiviert, wenn jemand hängt. Von daher... Das ist egal. Nö. Das Treten dauert länger wie... ja. Bist du vollgeheilt, Mustafa? Ja. Dann hol ihn. Renn. Bleib doch mal ruhig, du bist tot. Frag dich mal warum. Weil du mich nicht gerettet hast. Ja, genau, ich hab dich gerettet. Ja, jetzt sterben wir alle. Danke, Brownie. Ja, für wie? Für deine Noob-Meinung, ey. Wirklich. Immer. Ja. Frag doch keine Ahnung. Nein. Alle so schlecht gelaunt heute hier.
Ja, weil du halt mit... Weil heute frei ist, ich weiß, damit kann man nicht umgehen. Nee, weil wir mit dir nicht umgehen können. Oha. Oder wollen. Oder wollen. Ich habe euch nichts getan. Du bist im Fall. Hä, ja, geh halt noch langsamer rüber. Ich hab gar nicht gesehen, dass der genau hinter dir war. Ich hab's auch nicht gesehen, ich hab nur seinen Terrorradius gehört. Ja. Spielerlogik halt, ne? Ist halt DVD. Schade. Er hätte ja gut gehen können. Hätte Fahrradkette. So, ich glaube, ich muss mir jetzt nach dem ganzen Zeug hier jetzt wirklich Schokolade kaufen und Eis und alles. 20 Stück und vielleicht alle essen. Ja. Und streamen, wir werden sehen. Wenn es so schlimm ist, Brownie dürfte nicht mit ihm spielen. Ich glaube, ich werde ab sofort nur noch Singleplayer-Spiele spielen. Genau. Und Killer. Ja, Teleschnecke, wir haben halt so viel Mitleid mit Brownie, weißt du? Der heult uns immer die Ohren voll, dass niemand mit ihm spielen will. Und dann wollen wir mit ihm spielen. Und dann passiert halt immer sowas. Dann kommen immer irgendwelche Kommentare, die halt zum Tod führen. Ja. Und dann führen ihn. Ich find's auch schön, dass bei Selbstlosigkeit bei Brownie einfach eine Null steht. Was? Wo steht das? Bei den Punkten. Selbstlosigkeit, was? Hast du einfach Null. Wieso habe ich Null bekommen? Überlebende helfen. Weil du nie jemanden rettest oder nein, sonst irgendwas. In dieser Runde konnte ich einfach absolut nichts tun, weil ich die ganze Zeit hing und gejagt wurde. Ich war quasi, eigentlich müsste ich Selbstlosigkeit unendlich kriegen, weil ich die ganze Zeit mit dem Killer am Struggeln war. 24-7 nur mit dem Killer, deswegen Selbstlosigkeit. Da steht bestimmt immer eine Null. Nein, das ist nur ein Unendlichzeichen gewesen. Nee, das war eine Null. Das ist ein Bug von den Entwicklern. Nee, das war eine Null. Wenn die Zahl zu hoch ist, wird sie auf Null gesetzt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt raus. Ja, dann, man kann sich das ruhig einreden. Dann bin ich jetzt leider auch raus. 66 Tage noch. Wir freuen uns. Ey, ich bin Level 4. Level 11. Level 4. Sehr gut. Welches Level bist du, Ryan? Ich glaube 9. Welches Level bist du, Fuego? Ich glaube 4 oder so. Kurz vor 10 bin ich. Ja, ja. Ja, cool. Ich krieg grad meine Aufgaben nicht fertig. Ja, ich krieg sie auch nicht fertig. Ich hab sie gerade fertig gekriegt, aber. Ja. Überlebe, während 4 andere Überlebende der Prüfung entkommen. Das schaffe ich ja, nicht. Ja, das mache ich gerade. Springe während einer Jagd 6-mal über eine Palette. Hast du das schon gemacht? Ja. Hast du das Stoße 10 Paletten während der Jagd um? Das ist unten. Also der untere Pfad ist mega einfach, den kann ich dir empfehlen zu machen. Nee, weil ich die Aufgabe noch nicht habe. Weil ich will nicht mit Tab spielen, weil ich bei dem nur Scheiße habe. Ja, aber die anderen Aufgaben unten hast du doch. Naja, nee, bei mir ist jetzt in Komma eine Prüfung, während du das Talent Beharrlichkeit nutzt. Deswegen habe ich Tab jetzt erstmal gelevelt, dass ich das lernen könnte. Genau, das wäre... Und jetzt muss ich aber erstmal meinen Charakter weiterleveln. Ach so, aber alle... Aber alle anderen unten hast du, die anderen hier. Ja, die davor habe ich, ja. Ach so. Ja, und dann kannst du doch davor, die davor eins und dann nach oben, fallen oder haken. Hacken. Fallen oder hacken. Ja, die kann ich noch nicht machen, weil ich dafür erstmal hartnäckige Taktik machen muss. Ach, das ist schon die. Okay, ich dachte, das wäre die nächste, aber du hast recht. Okay, ich verstehe. Da musst du vielleicht über Killer gehen, 12-mal anhängen, das geht ja. Ja, mal gucken. 4 Survivor. Wie gesagt, ich hab's jetzt freigeschaltet. Ich muss halt nur noch halt den Perk jetzt kriegen. Ja, das heißt, rein theoretisch müsste ich jetzt Jake leveln. Okay. Oh, und dann noch einen Killerpfade machen. Beschädige 12 Generatoren. Das ist einfach. 12-mal jemanden an Haken hängen. Könnte man in einer perfekten Runde schaffen, wenn du alle 4 Leute 3-mal anhängst. Ja. Das hast du ja sogar geschafft in der letzten Runde. Ja, ist Dark Chow, danke für den Schluck. So schwer. Was ich tatsächlich auf Konsole schlimm finde, ist, du kriegst teilweise halt wirklich nur noch irgendwie so PC-Spieler oder so als Überlebende und es ist halt als Konsolen-Killer ist es schon. Ja, Killer ist mit Konsole schon furchtbar. Aber es gibt voll viele Streamer, die irgendwie auch auf der Konsole Killer spielen und die sind so gut. Aber ich finde es mit Maus auch angenehm. Ich finde aber auch Survivor mit Maus angenehmer, weil ich die Kamera besser kontrollieren kann. Ja, weiß ich nicht. Aber man braucht die Kamera jetzt nicht unbedingt. Ja, eben.
Springe während einer Jagd 6-mal über eine Palette. Das ist eigentlich einfach, ne? Man muss nur hin und her springen. Ja, und du musst das nicht mal in einer Partie machen, also. Okay, dann mache ich das auch noch. Dann bin ich Level 12. Dann die anderen Killer-Missionen 13, 14. So Level 15 kriegt man auf Seite 1 hin. Und die nächste Seite kommt in 10 Tagen, in 2 Wochen. 10 Tage sind 2 Wochen? Naja, in einer Woche und dann später, also in 2 Wochen, in der zweiten Woche jetzt. Also in 2 Wochen, Anfang in 2 Wochen. Ich glaube immer mittwochs. Gut. Ende. Ich muss dich jetzt leider aus dem Talk werfen. Ja, ich gehe ja schon. Nee, ich gehe. Ciao. Bis dann. Ciao. So. Teleschnecke, genau. Fuego, du, nachdem du mit Bronny gespielt hast. Ey. Ja? Ich sag mal so. Ich gehe jetzt, weil ihr so aggressiv wart, mache ich jetzt den Stream aus. So sieht das aus. Ich werde jetzt essen gehen in Ruhe. Werde mir vielleicht was Schokoladiges kaufen oder so. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder. 21, 22 Uhr. Wie spät haben wir's? 21, 22 Uhr vielleicht circa. Horizon werde ich spielen. Vielleicht spiele ich auch spontan irgendwas anderes. Mal gucken. Bisschen entspannt den Abend ausklingen lassen. Alles klar. Danke fürs Einschalten, Zuschauen, fürs Mitspielen. 14 Zuschauer. Danke für den Support. Wir sehen uns. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag und viel Spaß bei dem, was ihr tut. Pokémon soll gut sein. Allen, die das spielen, viel Spaß. Und bis bald. Ciao.